Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur 5. Fachtagung Qualität in der Suchtprävention, die wir heute und morgen hier in Potsdam als Brandenburgische Landesstelle für Suchtfragen gemeinsam mit der Fachstelle für Suchtprävention aus Berlin vorbereitet haben und durchführen. Wir freuen uns, dass die Fachtagung so einen großen Anklang gefunden hat. Wir freuen uns, dass wir den tollen Ort gefunden haben, dass das Wetter mitspielt und dass Sie das geschafft haben, jetzt trotz der schönen Möglichkeiten draußen zu sein, auch hier alle angekommen sind und dem Programm in den nächsten Stunden folgen werden. Mein Name ist Andrea Hadeling, ich werde heute die Moderation übernehmen. Morgen wird Kerstin Jüngling von der Fachstelle für Suchtprävention die Moderation übernehmen. Bevor wir starten mit den Grußworten, habe ich noch ein paar kleine Hinweise. Wir werden einen Livestream aufnehmen lassen und veröffentlichen. Das heißt, wer nicht mit aufs Bild möchte, der soll sich bitte melden, damit der Kameramann Bescheid weiß und eben nicht in die entsprechende Richtung filmt. Der Livestream wird im Netz veröffentlicht. Da wir hier nur begrenzte Kabel- oder WLAN-Kapazitäten haben, wurde mir gesagt von den Technikern, dass ich bitte allen mitteilen soll, dass sie nicht nachher alle zur gleichen Zeit ins Netz gehen, dann stürzt es zusammen. Also man kann das auch im Nachhinein sich nochmal ansehen, sodass wir jetzt erstmal dann auch gute Aufnahmen machen können, um die überhaupt ins Netz stellen zu können. Die Livestreams sind im Nachhinein dann sowohl auf der Internetseite der Fachstelle für Suchtprävention als auch auf der Internetseite der BLS zu finden. So viel zu den organisatorischen Hinweisen. Die Fachtagung wird traditionell finanziert und organisatorisch begleitet durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Im Programm sehen Sie, dass Frau Theis für Grußworte vorgesehen ist. Ich freue mich, dass Herr Lang als auch traditioneller Begleiter und der Fachtagung heute die Grußworte halten wird. Ich übergebe an Herrn Lang. Ganz, ganz herzlichen Dank für die nicht traditionelle Einführung. Sehr geehrter Dr. Böhm, sehr geehrte Frau Köhler-Azara, sehr geehrte Frau Hadeling, sehr geehrte Frau Jüngling, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bereits zum fünften Mal nach 2009, 11, 13, 16 kann die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammen mit den Ländern eine bundesweite Fachtagung zum wichtigen Thema Qualität in der Suchtprävention durchführen. Aber lassen Sie mich gleich zu Beginn zum Ausdruck bringen, damit ist vielleicht eine Tradition entwickelt, aber nicht automatisch auch gleichzeitig Qualität erzeugt. Qualität und so auch die Qualität in der Suchtprävention muss immer wieder neu erarbeitet und nachgewiesen werden. Sie hat allerdings Schwerpunkte vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher und gesellschaftspolitischer Entwicklungen zu legen. So lautet der Titel dieser Fachtagung, zu der ich Sie ganz herzlich in Potsdam begrüße, Suchtprävention vor Ort lebensorientiert und kreativ gestalten. Ich bin außerordentlich erfreut, dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den verschiedensten Aktionsfeldern der Suchtprävention heute hier sind. Das spiegelt das große Interesse, aber aus meiner Sicht auch den großen Bedarf am Thema Qualitätssicherung und Qualität in der Suchtprävention wider. Ein hohes Qualitätsniveau, meine Damen und Herren, und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Qualität in der Suchtprävention ist eine zentrale Voraussetzung zur Legitimierung und Absicherung unserer Arbeit. Auf Düsseldorf, Dresden, Augsburg und Hannover folgt jetzt in diesem Jahr Potsdam. Und damit sind wir, glaube ich, in der Republik relativ gut aufgestellt. Die Brandenburgische Landesstelle für Suchtfragen und die Fachstelle für Suchtprävention Berlin haben die Fachtagung zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung organisiert. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank für das große Engagement in der Vorbereitung, Planung und Durchführung. Insbesondere geht mein Dank an Frau Jüngling und Frau Schad aus Berlin und Frau Hadeling und Herrn Gröger aus Brandenburg, weil ich weiß, was es bedeutet, zusätzlich zu den Regelaufgaben von Organisationen sich auch noch eine solche traditionelle Fachtagung zusätzlich an den Hals zu hängen. Aber soweit das schon jetzt erkennbar ist, ist das hervorragend gelungen und die Location ist also wirklich außergewöhnlich in der Reihe. Die diesjährige Fachtagung steht noch stärker als die bisherigen Fachtagungen im Zeichen einer Praxisorientierung
und soll Fachkräften mit ganz unterschiedlichen Erfahrungshintergründen vielfältige Möglichkeiten des kollegialen Austausches und der Fortbildung bieten. Meine Damen und Herren, die aktuellen Herausforderungen und Aufgaben zu erkennen, gelingt manchmal besser, wenn die Veränderungen und Entwicklungen im Zeitverlauf vergegenwärtigt und verdeutlicht und vor allen Dingen scharfsinnig analysiert werden. Vor diesem Hintergrund, muss ich sagen, habe ich hohe Erwartungen an den Vortrag eines sehr geschätzten Kollegen, der uns aus seiner Sicht zum historischen Wandel der Suchtprävention in den letzten Jahrzehnten berichten wird und welche Veränderungen in Deutschland zu erkennen ist. Nur wer seine Geschichte kennt und wer Lehren daraus zieht, vermeidet die Wiederholung von Fehlern und kann Zukunft nicht nur gestalten, sondern das, was wir so häufig sagen, auch optimieren. Und lassen Sie uns darauf aufbauen, in der Podiumsrunde eine Standortbestimmung der Suchtprävention heute wagen, in der eine solche Zukunftsperspektive entwickelt wird. Welchen Anteil soll Suchtprävention in einer modernen Gesundheitsförderung eigentlich haben? Werden wir uns noch auf die Lebens- und Risikokompetenzförderung fokussieren oder schlägt das Pendel ganz auf die Gestaltung von Lebenswelten aus? Welchen Gestaltungsanspruch und welche Gestaltungsmacht, meine Damen und Herren, kann Suchtprävention eigentlich dort vertreten und einfordern? Wie wird das große Gegenwartsthema Digitalisierung die Suchtprävention verändern? Zum einen unter dem Aspekt von Sucht und Abhängigkeit selbst, zum anderen unter dem Blickwinkel aber auch neuer Möglichkeiten der Intervention. Das sind aus meiner Sicht spannende Fragen, die es zu diskutieren lohnt, weil sie das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein und aus meiner Sicht nicht unmaßgeblich auch das Berufsfeld der Fachleute in der Prävention, in der Suchtprävention erheblich tangieren werden. Erstmalig bietet die Fachtagung zusätzliche Satellitenveranstaltungen. Dieses neue Format bietet die Gelegenheit, aktuelle Themen intensiv zu diskutieren. So zum Beispiel die Frage, wie kann euch das Memorandum zum Thema Qualität in der Suchtprävention, was auch schon seit 2014 in der Welt ist, in der Praxis bekannter gemacht werden? Und wie können wir es noch stärker zu einem wichtigen Orientierungspunkt für die praktische Arbeit machen? Eine weitere Satellitenveranstaltung widmet sich dem Thema Ethik in der Suchtprävention. Wie vermeiden wir eigentlich Stigmatisierung, gerade vor dem Hintergrund der Zielsetzung, vulnerable Gruppen noch viel besser in der Prävention zu erreichen und sie für suchtpräventive Angebote zu begeistern? Eine zentrale Aufgabe unserer zukünftigen Arbeit. Denn, meine Damen und Herren, mit dem Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention, das 2015 in Kraft getreten ist, wird auch dort das Ziel verfolgt, die gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern und die Gesundheitsförderung gerade bei sozial benachteiligten Gruppen zu unterstützen. Auf der letzten Fachtagung Qualität in der Suchtprävention vor 2 Jahren in Hannover stellte sich uns die Frage, welche Auswirkungen wirkt eigentlich das Präventionsgesetz auf die Suchtprävention auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene haben. Damals konnte man hier noch nicht viel dazu sagen, weil sich die Konturen der Umsetzung des Präventionsgesetzes erst vage abgezeichnet haben. Wie sieht das eigentlich heute aus? Aktuell werden bundesweit Daten für den ersten Präventionsbericht der Nationalen Präventionskonferenz, die im Jahr 2019, im Jahr 2019 erscheinen soll, erhoben. Man muss aus meiner Sicht kein Hellseher sein, wenn man prognostiziert, dass sich die Frage der Qualität von Gesundheitsförderung und Prävention und damit auch die Qualität der Suchtprävention im nächsten Jahr massiv stellen wird. Denn die Frage, was ist mit dem Invest von Hunderten von Millionen in die Prävention, mit welcher Qualität und mit welchem Ergebnis erreicht, ist aus der Sicht der Versicherten, von Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern sowie aus der Politik mehr als legitim. Zu den Aufgaben, die die BZGA im Rahmen des Präventionsgesetzes durch den GKV-Spitzenverband erhalten hat, zählt auch die Implementierung, wissenschaftliche Evaluation und damit die Qualitätssicherung von Maßnahmen der Suchtprävention, insbesondere im Jugendalter. Ich sehe es aus meiner Sicht als äußerst positiv an, dass die Suchtprävention bei der gemeinsamen Arbeit zwischen BZGA und GKV-Spitzenverband im Rahmen von § 20 SGB V in dieser Weise berücksichtigt ist und hoffe, dass auch dies zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Qualität in der Suchtprävention in Ländern und Kommunen beiträgt. Denn die Ausrichtung auf lebensweltliche suchtpräventive Aktivitäten kann, wenn sie qualitätsgesichert gemacht wird, dazu beitragen, dass wir sozial bedingte, geschlechtsbezogene Ungleichheit von Gesundheitschancen vermindern. Hierzu sollte die Suchtprävention und dies nicht nur im Rahmen des Präventionsgesetzes einen wichtigen Beitrag leisten können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die in enger Kooperation zwischen den Ländern und der BZGA organisierten Fachtagungen zur Qualität in der Suchtprävention
sind zu einer wichtigen Konstante geworden. Jedes Mal aufs Neue greifen die Fachtagungen aktuell politische, fachinhaltliche Themen auf und geben Impulse für die Praxis und die Forschung der Suchtprävention. Auch in diesem Jahr zeugt die thematische Vielfalt der Workshops, welch breites Spektrum die Suchtprävention abdeckt und wie interessant und unterschiedlich die Aufgaben sind, denen wir uns stellen müssen und denen Sie sich als Fachkräfte in der Suchtprävention beschäftigen. Es reicht vom Präventionsgesetz über Präventionsketten zur interkulturellen Kompetenz, von Peer-Maßnahmen bis hin zur Internetkommunikation. Und weil gute Qualität in der Suchtprävention auch von Innovation, von kreativen Ideen und auch vom Mut zum Risiko abhängt, etwas auszuprobieren und Neues zu wagen, werden wir zum Abschluss der Fachtagung Kreativitätstechniken vermitteln. Wir werden sehen, welchen Effekt dies auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene und auch bei uns im Haus auslöst. Zum Abschluss meiner Begrüßung, und das ist beinahe schon ein Cetero, Censero, so manch einer Rede, die ich gehalten habe, gehe ich auch nochmal ganz explizit auf den Bund-Länder-Kooperationskreis Suchtprävention ein. Und hierzu auch mein ganz, ganz herzlicher Dank an diesen Kreis. Denn dieser Kreis, den es mittlerweile seit über 20 Jahren gibt, steht für die gelungene Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Strategisch wichtige Aspekte der Suchtprävention werden hier besprochen und weiterentwickelt. Und die Fachtagungen zur Qualität in der Suchtprävention haben in diesem Kreis ihren Ausgangspunkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus diesem Kreis, hierfür möchte ich Ihnen auf das Herzlichste danken. Nun wünsche ich Ihnen allen viele Erkenntnisse, einen angenehmen und angeregten Meinungsaustausch, bereicherte persönliche Kontakte in den nächsten zwei Tagen hier in Potsdam, die möglichst lange, mit unverminderter Qualität, auf hohem Niveau nachwirken sollen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Lang, für die Einführung ins Thema letztendlich und für die Öffnung des Feldes, was wir in den nächsten beiden Tagen bearbeiten werden. Sie haben es schon angedeutet, die Arbeit der Suchtprävention in den Ländern kann auch nur gelingen, wenn die entsprechenden Ministerien die Arbeit finanzieren und unterstützen. Berlin und Brandenburg sind zwar zwei getrennte Bundesländer immer noch, trotzdem freue ich mich, dass wir in der Suchthilfe und Suchtprävention immer wieder auch gemeinsame Schnittstellen haben und gemeinsame Aktionen und Projekte durchführen. Ich freue mich, dass Dr. Andreas Böhm aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie in Brandenburg ein Grußwort hält. Bitte. Ja, danke schön, Frau Hadling. Zunächst mal willkommen in Brandenburg. Es ist ein besonderes Vergnügen als Brandenburger, Sie hier in Potsdam willkommen zu heißen. Das ist ja das allererste und wichtigste, was man am Grußwort macht. Das habe ich jetzt hinter mir. Sehr geehrte Frau Hadling, liebe Frau Hadling, liebe Frau Köhler-Azara, lieber Herr Lang und liebe Frau Jüngling, ich freue mich, dass ich hier in Vertretung des Ministeriums zu diesem wichtigen Thema Suchtprävention was sagen darf. Und ich beginne mit Brandenburger Perspektiven. Die Suchtprävention im Land Brandenburg verfolgt das Ziel, negative Auswirkungen und Schäden im Zusammenhang mit dem Gebrauch von legalen und illegalen psychoaktiven Substanzen für Einzelne und die Gesellschaft so gering wie möglich zu halten, Schadensvermeidung und Schadensminimierung sind die Maximen. Die Suchtprävention im Land ist in eine Gesamtstrategie eingebettet. Das ist die Landessuchtkonferenz. Die Landessuchtkonferenz ist eine Gemeinschaftsinitiative aller mit dem Themenkreis Sucht im Land befassten Akteure. Die Themen reichen von der Epidemiologie über die Prävention bis zur Suchthilfe und werden im Sinne eines Gesundheitszieleprozesses bearbeitet. So gelingt es, verschiedene Lebenswelten, zum Beispiel Schule und Einrichtungen der Suchthilfe, an einen Tisch zu bringen. Die Landesstelle für Suchtfragen, die vom Gesundheitsministerium gefördert wird, unterstützt die Gesundheitszieleprozesse. Bei der Gelegenheit will ich auch Frau Andrea Hadling, der Geschäftsführerin der Landesstelle, und ihren Kollegen für die gute Zusammenarbeit danken. Aus einer Public Health Perspektive ist zu fragen, welche Substanzen in welchem Umfang, bei welchen Bevölkerungsteilen, welche Schäden hervorrufen und wie die Entwicklung über die Jahre aussieht. Ich will auf diese
differenzierte Frage eine eher undifferenzierte Antwort geben. Zwei Aspekte sind wohl klar. Alkohol und Tabak sind die herausragenden Substanzen, was die Verbreitung sowie die individuellen und kollektiven Schäden angeht. Zweitens, insbesondere in den jüngeren Jahrgängen gibt es einen Trend zu weniger Konsum. Das ist gut und wird für diese Gruppen lebenslange Folgen haben. Ein Teil dieses Erfolges für diesen günstigen Trend bei Alkohol und Tabak lässt sich Ihnen zurechnen. Und dafür sage ich Ihnen herzlichen Dank. Machen Sie weiter, denn nach wie vor bereiten Tabak und Alkohol mit Abstand die meisten Gesundheitsprobleme. Es gibt eine große Nachfrage nach Suchtprävention in Bezug auf illegale Drogen. Und seit ein paar Jahren geht es gern auch um Medienkonsum. Ich bitte Sie immer wieder zu prüfen, wofür Sie Ihre Ressourcen einsetzen. Der größte Gesundheitsgewinn ist nach wie vor im Feld von Tabak und Alkohol zu erzielen. In der Öffentlichkeit gibt es ein positives Stereotyp über Prävention und über Suchtprävention. Prävention hat einen guten Ruf und teilweise werden mit Suchtprävention Hoffnungen verbunden und geschürt, die kaum erfüllbar sind. Suchtprävention ist keine funktionierende Sozialtechnologie, die in der Art eines Lichtschalters funktioniert, Suchtprävention ein, problematisches Verhalten aus. Diese Illusion wird in den Diskussionen um die regulierte Abgabe von Cannabis an Erwachsenen gern verbreitet. Der Argumentationsgang ist folgender: Eine kontrollierte Abgabe von Cannabis, die man mit Prävention des Konsums bei Menschen unter 18 Jahren verbindet, führt dazu, dass Menschen erst ab 18 Jahren Cannabis konsumieren und dann wäre ein regulierter Verkauf zu rechtfertigen. Schließlich will ich noch ein Thema aufgreifen, das wir im Zusammenhang mit einer Jugendbefragung verfolgen, die in Brandenburg alle 4 Jahre durchgeführt wird. Die Schülerinnen und Schüler werden unter anderem gefragt, an wen sie sich wenden würden, wenn sie Probleme mit Rauschmitteln haben. Die ersten Ansprechpartner, die hier genannt werden, sind die Gleichaltrigen. Freund, Freundin, Partner, Partnerin, Bruder und Schwester. Demgegenüber stehen die jugendlichen professionellen Hilfen distanzierter gegenüber. Für Maßnahmen der Suchtprävention legen diese Ergebnisse nahe, dass die sozialen und kommunikativen Kompetenzen der jungen Menschen im Umgang miteinander gestärkt werden. Wenn ein Freund oder eine Freundin Probleme mit Substanzkonsum bzw. generell psychische Nöte hat und sich an einen Gleichaltrigen wendet, sollten die Gleichaltrigen mit einer hilfreichen Reaktion antworten können. Und das könnte wenigstens zum Teil gelernt werden. Schließlich, für Ihre Fachtagung Qualität in der Suchtprävention wünsche ich Ihnen viel Erfolg, gute Gespräche und Zustimmung. Ja, das hätte ich jetzt am Ende nicht besser sagen können. Ich wünsche Ihnen weiter eine schöne Tagung. Vielen Dank, Herr Dr. Böhm, für Ihre Worte. Die Zustimmung draußen kam von Fritz, dem Hotelesel. Er scheint auch noch nicht so viel davon gehört zu haben, vielleicht von der Suchtprävention, und hörte sich erstmal begeistert an. Zumindest haben wir vorhin gehört, dass er immer dann sich meldet, wenn er Futter kriegt oder sich sonst wie freut. Also nehmen wir das mal so an. Wir freuen uns auch, dass Berlin und Brandenburg diese Tagung zusammen veranstalten. Und ich freue mich ganz besonders, dass die Drogenbeauftragte aus der Senatsverwaltung in Berlin, Frau Christine Köhler-Azzara, die nächsten Grußworte halten wird. Bitte. Ja, liebe Frau Hadeling, herzlichen Dank. Liebe Frau Kirschbaum, lieber Herr Lang, liebe Frau Jüngling, liebe Frau Göcke, lieber Herr Böhm, ich begrüße Sie natürlich auch ganz herzlich hier in Potsdam und ich bin sehr froh, dass wir diese Entscheidung für Potsdam gefällt haben, weil ich finde wirklich, der Ort hier ist sehr überzeugend.
Ich freue mich auch, dass diese fünfte Fachtagung zur Qualität der Suchtprävention von den Ländern Brandenburg und Berlin gemeinsam vorbereitet und organisiert wurde in Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist nicht selbstverständlich und jedes Mal wieder eine große Herausforderung. Und mein besonderer Dank gilt deshalb allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesstelle für Suchtfragen in Brandenburg und auch den Mitarbeiterin der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin, die wirklich neben ihrer Arbeit es ganz hervorragend angestellt haben, diese Fachtagung zu organisieren und jetzt auch durchzuführen. Sie haben ein interessantes Programm und spannende Formate auf die Beine gestellt. Ich freue mich sehr auf die Vorträge und Workshops und ich möchte mich für Ihr Engagement und die geleistete Arbeit bei allen Beteiligten aus Berlin und Potsdam ganz herzlich bedanken. Ich glaube, ich kann das im Namen von Ihnen allen sagen, dass wir es sehr zu schätzen wissen. Die Suchtprävention in Deutschland ist mittlerweile eine gestandene Fachdisziplin. Ich glaube, in Berlin ist der erste Bericht zur Suchtprävention 1978 erschienen. Sie hat sich also in diesen Jahren stetig weiterentwickelt und gerade die Debatte um die Qualität in der Suchtprävention hat dabei eine große Rolle gespielt. Ich bin sicher, dass Herr Dr. Hallmann in seinem Vortrag auf die Geschichte der Suchtprävention noch näher eingehen wird. Ich glaube, nicht nur mir drängt sich dabei manchmal die Frage auf, ob es vielleicht Zeit ist, erneut darüber nachzudenken, ob wir mit diesem Begriff Sucht in der Suchtprävention, ob das so glücklich ist. Dieser Begriff oder die Erfahrung zeigt uns, dass das häufig zu Abwehrreaktionen führt, dass es mitunter die Kontaktaufnahmen zu Zielgruppen erschwert, denn viele Menschen fühlen sich mit diesem Wort Sucht gar nicht gemeint. Sie haben vielleicht Konsum des einen oder anderen, sehen sich aber in keinem Fall als süchtig oder abhängig, was richtig und zutreffend ist, denn die Prävention beginnt ja da, bevor die Sucht da ist. Suchtprävention ist eine gesellschaftliche Querschnittsaufgabe. Viele Ressorts sind daran beteiligt. Ich nenne nur Gesundheit, Bildung und Jugend als die zentralen, aber ich denke, in Zukunft werden wir uns auch überlegen müssen, ob wir nicht mit Stadtentwicklung, Inneres, Justiz die Beziehungen vervollständigen. Es braucht Vernetzung, Kooperation und ganzheitliches Denken aus meiner Sicht. Ist Suchtprävention da vielleicht zu speziell? Schließlich gibt es auch noch Gewaltprävention, Kriminalprävention, die Prävention von sexuellem Missbrauch, Unfallprävention und vieles mehr. Die Beschäftigten in den verschiedenen Lebenswelten wie Schule, Jugendfreizeit, Arbeit und Jugendhilfe sind für all dies zuständig und häufig sehr stark gefordert. Ja, sie fühlen sich nicht selten überfordert. Ist Gesundheitsförderung möglicherweise der bessere Begriff, weil übergreifend und weniger anstößig? Das Präventionsgesetz fordert uns auf, settingorientierte Prävention zu betreiben. In einer Schule, in einem Stadtteil, in einer Einrichtung der Jugendhilfe geht es eigentlich immer um mehrere Themen gleichzeitig. Schließlich wissen wir alle, dass es beispielsweise unter Suchtmitteleinfluss zu Gewalt oder auch zu Unfällen kommen kann. Ist also so etwas wie eine Generalprävention notwendig? Müssen wir uns auch in der Suchtprävention breiter aufstellen? Gelingt es dann vielleicht besser, unser nicht selten ungeliebtes Thema zu platzieren, weil zum Beispiel Schulen dann keine Angst mehr haben müssten, als Drogenschulen ihren Ruf zu gefährden? Oder laufen wir Gefahr, dass die Suchtprävention hinten runterfällt, wenn sie nicht auf ihre Eigenständigkeit beharrt? Wären dann unsere ganzen Anstrengungen in Sachen Qualitätsentwicklung umsonst gewesen, zumal es gerade jetzt zu gelingen scheint, der Suchtprävention einen Stellenwert in den Strukturen des Präventionsgesetzes zu verschaffen? Herr Lang hat ja darauf hingewiesen. Wie können wir in dieses Spannungsverhältnis ein bisschen mehr Ganzheitlichkeit und Flexibilität hineinbringen,
ohne unsere Errungenschaften, unsere Qualität aufzugeben. Könnte es gelingen, mit Begriffen wie Gesundheitsförderung und Förderung von seelischer Gesundheit, die das positive Ziel betonen und nicht das negative, das man vermeiden möchte? Könnten wir so unser Denken und unseren Horizont neu öffnen und damit der Vernetzung und Kooperation mit anderen Disziplinen und Bereichen größere Chancen geben? Auch zum Beispiel der Diskussion um die Werte und Haltungen, die meines Erachtens für die Suchtprävention so wichtig sind. Die Frage, wie wollen wir leben? Wie soll unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen? Soll uns der Konsum und damit das Geld beherrschen? Geht es um Leistungsdruck, immer höher, schneller, weiter? Um Selbstverwirklichung der Einzelnen oder geht es auch um Solidarität, gerade mit den Schwächeren? Die gesundheitliche Chancengleichheit, um Verantwortung für sich selbst und für andere. Ich hoffe und würde mich freuen, wenn es gelingt, mit diesen Fragen oder wenn Sie diese Fragen auf dieser Tagung ein Stück weit bewegen könnten. Ich freue mich, das haben wir ja schon im Programm gesehen, dass für die Diskussion dazu Raum da sein wird. Und ich bin der Überzeugung, dass sich auch daran, dass wir den Fragen nach Haltungen und Werten in diesen Zeiten der Beschleunigung, des Hypes, der Übertreibung und der Dramatisierung nicht ausweichen, die Qualität der Suchtprävention zeigt. Vielleicht habe ich Sie ein bisschen verstört oder irritiert, das ist durchaus meine Absicht. Manchmal verändern sich dadurch die Perspektiven und das kann, jedenfalls denke ich das, eine Bereicherung sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Impulse, Fragen und neue Gedanken von dieser Tagung mitnehmen und viele interessante Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen führen, ein bisschen Zeit haben, die schöne Umgebung in sich aufzunehmen und zu genießen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Köhler-Azara, für die vielleicht hoffentlich auch irritierenden Worte. Ich denke, wir werden genug Zeit haben, das weiter zu diskutieren. Und es muss ja auch nicht immer alles glatt und geregelt sein. Das Thema Tradition wurde vorhin schon benannt. Die Fachtagung hat Tradition, Suchtprävention hat Tradition seit vielen Jahren. Wir haben überlegt, welchen Vortrag nehmen wir, um einen Start zu geben, um eine gemeinsame Ausgangslage zu haben, um vielleicht noch ein bisschen weiter zu irritieren. Wir haben einen Referenten gesucht, der Tradition hat und vermittelt, der auch in der Lage ist, das zu vermitteln. Und wir freuen uns, dass wir Dr. Hans-Jürgen Hallmann aus der Ginkgo-Stiftung in Nordrhein-Westfalen gefunden haben. Und sind gespannt auf einen Überblick zum Thema Suchtprävention im Wandel. Bitte sehr. Ich begrüße Sie jetzt nicht einzeln, da geht alles von der Zeit ab. Erstmal herzlich willkommen. Ich finde es schön, dass so viele hier sind. Ich bin an sich ausgesucht worden, glaube ich, weil ich einer der letzten aktiven Zeitzeugen bin, der die Geschichte von damals bis heute miterlebt hat. Und wenn ich damals sage, meine ich nicht ihn. Die Kollegen und Kolleginnen von der Diakonie werden ihn erkannt haben. Die erste sozusagen Prophylaxekraft in Deutschland, Martin Luther, die sagen wir, Verbindungen sind zu sehen. Er war engagiert und mobil, er predigte gegen den Widerstand, auch ohne MOVE-Ausbildung, war mit anderen Aufgaben betraut, hatte einen geringen Etat, wurde schlecht bezahlt und war in der Prävention relativ erfolglos. Einige nicken, Sie kennen das. Nun, warum war er erfolglos? Die Botschaften, die er brachte, waren eher abschreckenden Appellcharakter. Ich warne euch, ihr betrunkenen Schweine, ihr werdet das Reich Gottes nicht zu sehen bekommen, wenn ihr weiter so liederlicherweise dem Alkohol frönt. Er hat gegen den deutschen Saufteufel gepredigt. Er hatte gesagt, jedes Volk hat einen Teufel, den deutschen Teufel ist der Saufteufel. Es hat nicht viel genutzt, es wurde weiter gesoffen. Und dieses Plakat 1850, nicht von der AOK, sondern von einem zeitgenössischen Maler, Neuruppiner Bilderbogen, der zeigt schon mal auf, was in der Prävention heute auch, gerade im Alkoholbereich, bekannt ist. Da geht es um Alkohol und Gewalt,
Kinder aus suchbelasteten Lebensgemeinschaften, sehen Sie den Jungen da unten. Die Frau, die ihren Mann verprügelt, wer betrunken ist, wird nicht deutlich. Kurzum, wir haben diese Probleme und dann, ihr Säufer und Schlemmer, dort in euer Lohn, das Zuchthaus, was damals durchaus als eine Bedrohung ankam. Kollegen bzw. Konsumenten von illegalen Drogen haben das ja heute noch. Nun, der Teufel steckt ja immer drin beim Alkohol, in allen Abbildungen. Und auch hier immer das Elend. Der Dämon des Alkohols hat sich in allen entsprechenden Bildern wiedergefunden. Und auch das, Alkoholgegnerwoche in Schöneberg mit Umzug. 100 Jahre später heißt das Aktionswoche Alkohol ohne Umzug. In den 50er Jahren war es relativ still geworden um die Prävention. Es gab die Selbsthilfegruppen, die sehr engagiert versuchten, Menschen vom Alkoholmissbrauch abzuhalten. Das waren Plakate von der Deutschen Bundesbahn. Es ging um die betriebliche Suchtprävention, ohne Alkohol gesünder, leistungsfähiger. Und diese stille Phase hörte dann prompt auf in den 60er Jahren mit der sogenannten Haschischwelle und Rauschgiftwelle. Man dachte damals eine Welle, es kam dann doch ein Tsunami. Und das Problem der Drogen hat uns praktisch in unserer Gesellschaft überrollt. Und genauso waren die Reaktionen hilflos, wenn man die Presse anschaut. Das war so ein Presseartikel, mit dem wir uns am Anfang in der Prävention beschäftigen mussten. Die erste Viertelstunde ging erstmal darum zu klären, worüber reden wir überhaupt. Hier, mit einem einzigen Heroineis rutschte ich in die Drogenhölle. Heute würde man sagen Fake News, aber damals wurde das als bare Münze genommen und die Eltern kamen ganz besorgt. Vom Kindergarten wurden LSD-Bildchen verkauft oder abgegeben an die Grundschüler. Hier, der fiese Dealer verkauft Petra einen crackverseuchten Piercingring. Oder Steffi ist LSD-süchtig, seit sie gratis Lippenstifte probierte, mit LSD gefüllt natürlich. Also ich schilder das so, damit auch die jungen Kollegen mal wissen, mit welchen Situationen wir damals gearbeitet haben. Da ging erstmal ganz viel Zeit drauf, um zu klären, worüber reden wir überhaupt. Nun schützen Sie Ihr Kind vor Drogen, Suchtprävention mit Appellcharakter. Die Polizei war sehr aktiv. Wir wollen, dass Sie sicher leben. Wie? Naja, schützen eben. Suchtprävention mit abschreckenden Effekten. Das Ende, Neugier war der Anfang. Auch Kinder vom Bahnhof Zoo, Christiane F. Es gab das Buch, dann gab es den Film zum Buch, dann das Heft zum Film. Also reduziert, um im Unterricht auch einsetzbar zu sein. Das war die erste Seite, finanziert durch die Werbung auf der letzten Seite. Praktisch, ja, aber das war damals normal, weil Tabak war keine Droge. Auch das, der Weg lohnt sich im Inneren. Aber es kam dann doch die Abschreckung, man wollte doch verhindern, ja, Schleimhautkrebs nach außen gebrochen, kann man das ein bisschen schärfer? Ich habe diese Dia-Serie damals, glaube ich, 73 von einer Schule mir ausgeliehen und nicht zurückgebracht. Nun, nach der Abschreckungsphase kam es zur Suchtprävention, zur Drogenaufklärung. Ein bekanntes Plakat von der AOK. Ich habe es einem Bekannten aus dem Partykeller entnommen. Das hing da über der Hausbar. Ich habe es dann eben auch nicht mehr zurückgegeben. Dann Suchtprävention durch Drogeninfos. Wie sehen Drogen aus? Was braucht man, um sie zu nehmen? Und wie sieht der Arm anschließend aus? Auch hier eine Schrift aus den 70er Jahren, die informieren sollte, dass ständiges Tragen von langärmigen Kleidungsstücken auch im Sommer darauf hindeutet, dass derjenige die Einschießstellen verbergen will. Nun, was nicht fehlen darf, ist keine Macht in Drogen. Die Sportler wurden eingebunden, hier Berti Vogts. Bekanntermaßen war das nicht immer so toll. Nachfolger von Daum bei Leverkusen, wer ist Fußballfan? Telefonjoker einsetzen. War natürlich Berti Vogts. Aber was schrieb die Südkurve? Lieber eine Nase Koks als Berti Vogts.
Kurzum, man könnte sagen, dass diese Prävention gescheitert ist. Und heute kann man sagen, wir haben diese Erkenntnisse, Methoden der Abschreckung, die nicht wirkten. Auch wenn jetzt wieder so ein Anti-Drogen-Zug durch die Republik tungelt für viel Geld, das wird auch noch hier zur Sprache gebracht werden müssen. Da denke ich mal, manchmal sind wir wieder zurückgeworfen. Isolierte Informationen über Suchtmittel, auch diese Phase haben wir hinter uns. Kurzfristige Einzelaktionen kennen wir auch und auch der Einsatz sogenannter Idole. Aber diese Phasen sind jetzt nicht abgeschlossen. Wir haben immer das Bild, nächste Phase und die andere können wir vergessen. Nein, die Phasen kommen immer wieder zusammen. Und wenn man so nach mehreren Jahrzehnten denkt, oh, jetzt haben wir Qualität, da kommt wieder irgend so einer aus der tschechischen Drogen, der Präventionshölle und schickt den Zug nach Deutschland und alle sind begeistert. Nicht alle, aber sondern die Fachleute nicht. Von der Drogenaufklärung zur ursachenorientierten Suchtprävention. Das war das Thema so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er. Jetzt wurden eher auf die sozialen und individuellen Ursachen von Suchtproblemen hingewiesen. Die Motive des Drogenkonsums kamen jetzt zur Sprache und die Konzentration auf Sucht und nicht auf Drogen, nämlich auf das Suchtgeschehen. Wie entwickelt sich etwas? Wie kann man dem Suchtgeschehen vorbeugen? Das Ganze war mit einem Paradigmenwechsel, den 1985 die DHS verkündete, verbunden, nämlich Prävention zielt auf die Förderung einer gesunden, selbstbewussten und eigenverantwortlichen Persönlichkeit, heute ganz normal, und bildet eine Gemeinschaftsaufgabe aller an der Erziehung unserer Kinder beteiligten Personen und Institutionen. Das war damals nicht normal, das war erstmal ungewöhnlich. Alle sind beteiligt, oh Gott. Kinder stark machen, das war dann der Slogan, der an sich damals von der BZGA aufgegriffen worden ist und nach wie vor ja auch der Realität entspricht. Wir haben ihn erweitert, Eltern stark machen, heißt es auch, also dass wir stark sind, um uns auch mit schweren oder schwierigen Entwicklungsphasen und Problemen entsprechend zu helfen. Was ist das? Nun, Förderung von Lebenskompetenz ist das Stichwort. Von Botwin aus Amerika eingeführt, Life Skills, das war die erste Diskussion. Welche Kompetenzen braucht man, um keine Drogen zu nehmen? Die Amerikaner haben das sehr eingeengt auf Drogen bezogen, aber wir haben auch gesagt, es muss mehr passieren als nur Drogen. Zeno sagt Nein zu Drogen, alles andere konsumieren, alles kannst du, nur keine Drogen. Und wir haben schon in der Prävention festgestellt, wir müssen auch ein bisschen kritischer sein, auch was den Konsum angeht. Nun, die Struktur hat sich parallel dazu verändert. 1980 die erste Landesdrogenkonferenz in Düsseldorf unter Johannes Rau. Es wurde beschlossen, dass Prophylaxefachkräfte eingestellt werden. Auch das zum ersten Mal damals. Bei allen Sucht- und Drogenberatungsstellen spezielle Fachkräfte in allen Kreisen und kreisfreien Städten und mit einer eigenen Koordinationsstelle. Das war die erste in Nordrhein-Westfalen, übernommen aus der Schweiz. Die Idee ist auf einer Reise in der Schweiz entstanden. Der Drogenbeauftragte Hans-Olaf Füsken mit einigen Parteimitgliedern aus der SPD hat dieses Konzept gesehen und wir haben es dann in Nordrhein-Westfalen übertragen. 1990, 10 Jahre später, dann die Nationale Drogenkonferenz. Und hier wurde das Bundesmodell mobile Drogenprävention aufbauend auf unsere Erfahrungen in der nordrhein-westfälischen Präventionspolitik. Zunächst mit 37 Präventionsfachkräften in den neuen, in alten und 23 in den neuen Bundesländern und schließlich ab 1991 Ausbau von Koordinationsstellen. Und hier sieht man, in allen Bundesländern sind diese Koordinationsstellen gebildet worden. Nun, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Damals gab es schon eine enge Kooperation. Und diese Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat sich natürlich auch gerade in dem Bereich der Suchtprävention engagiert. 1998 war der Wechsel der Drogenpolitik vom Innenministerium ins Gesundheitsministerium. Auch das ist was Neues. Bislang war immer der Drogenbeauftragte, ich betone, der Drogenbeauftragte im Innenministerium, der letzte Lindner aus Bayern. Und dann 1998 der Wechsel, eine Grüne wurde Drogenbeauftragte und seitdem sind es immer nur Frauen. Also, kurzum, es ist schon ungewöhnlich. Aber auch was wichtig war nochmal, auch legale Suchtstoffe wurden nun von der Drogenpolitik erfasst. Auch das war ein Novum, nämlich vorher war Drogenpolitik immer illegale Drogen, das Rest waren Genussmittel. Nun, durch die regionalen Prophylaxe-Fachkräfte, sie ist bekannt, sind
zunehmend eine Professionalisierung der Suchtprävention entstanden. Die einzelnen Bereiche, die wir hier sehen, haben sich entwickelt. Und gleichzeitig hat sich auch die Qualität entwickelt. Die erste Studie 1993, finanziert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Wirksamkeit von Suchtprävention im Jugendalter. Und hier wurden die ersten Spiegelstriche schon aufgeschrieben. Frühzeitiger Beginn von Maßnahmen, das wissen wir heute alles. Langfristigkeit, Einbezug des Lebensumfeldes, immer noch nicht überall gelungen. Alternativerlebnisse, ich erinnere an Silbereisen, die funktionalen Äquivalente. Was haben wir alles ausprobiert? Paddeln gegen Sucht, Klettern gegen Sucht. Immer wieder, wir müssen den Kick haben, nicht nur über Suchtstoffe, sondern über andere Dinge. Das war eine schöne Zeit. Ich war mit der Kiffer-Surf-Gruppe in Spanien. Da sollten die lernen, dass man voll gekifft nicht surfen kann. Haben sie auch verstanden. Natürlich auch die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte, neue Zugangswege zu neuen Zielgruppen und eben auch der Aufbau von Präventionsnetzwerken. 93 bereits vermittelt. 2013 dann die aktuelle Studie zur Wirksamkeit und hier wurden nochmal neue Akzente gesetzt. Die Durchführung von Maßnahmen, die sich auf Familie beziehen, also kombinierte Kinder, Eltern, Kinder und Familientrainings, sehr aufwendig. Interaktive Programme in der Schule, die auf dem Modell der Lebenskompetenzvermittlung beruhten, aber auch systembezogene Maßnahmen bezogen auf die Schule. Medienkampagnen, wenn nicht alleine, sondern als flankierende Maßnahme, das haben wir ja heute, kommt gleich noch, mittlerweile ganz gut hingekriegt, aber auch Internet- und computergeschützte Maßnahmen, die dann an die neue Zielgruppe der Jugendlichen hinangingen, nämlich die im Internet- und computermäßig erfahren waren. Und letztendlich gesetzgeberische Maßnahmen, die den Preis und die Verfügbarkeit von Substanzen einschränken. Und ich glaube, dass die Nichtraucherschutzgesetze, wie wir sie ganz streng auch in Nordrhein-Westfalen haben, mehr gebracht haben als 20 Jahre Abschreckung. Abgesehen davon haben wir die Zigarette durchs Handy ersetzt. Kann man nicht dran ziehen, aber man hat keine Hand mehr frei. Kurzum, wir haben zwei Aspekte dabei, die Verhaltensprävention und die Verhältnisprävention. Auch das ist klar, auf beiden Ebenen müssen wir arbeiten. Leider Gottes ist bei der Verhältnisprävention immer noch eher der Fokus darauf, dass man guckt, gesetzgeberische Maßnahmen, Verbote, aber nicht die Verhältnisse verändern zu einem besseren, dass man gar keine Suchtstoffe aus Problembereichen nehmen muss. Und auch die Begriffe haben sich verändert. Auch wenn heute immer noch einzelne Primär-, Sekundär- und Tertiär unterscheiden, haben wir in der Fachwelt universell, selektiv und indiziert. Ich muss das nicht vorlesen, das kennen Sie, die Definition. Das sind die Begriffe, mit denen wir umgehen und die besser erklärbar sind, was wir im Präventionsbereich machen können. Nun, unsere Maßnahmen haben sich dem angepasst. Kursangebote für Eltern, nicht den Finger holen, sondern Kursangebote, was mache ich mit meinem Kind, auch Ausweitung auf Pubertät, auf die Problembereiche, zu denen auch natürlich ein Suchtmittelkonsum gehört. Wir haben die Suchtprävention im Setting Schule verbessert, ausgebaut. Wir haben entsprechende Maßnahmen entwickelt und letztendlich zu standardisierten Programmen ausgearbeitet. Wir wollen, dass bestimmte Programme durchweg laufen und dass sie nicht dem Zufall überlassen sind, nämlich Programme, deren Wirksamkeit sich erwiesen hat. Auch im Bereich der interaktiven Programme sind wir weitergekommen. Hier ein Beispiel, unser Alkoholparcours, der in Nordrhein-Westfalen läuft. Interaktive Methoden, die sowohl den Bereich der Suchtstoffe als aber auch lebenskompetenzfördernde Elemente enthält. Also die Verbindung zwischen beiden im Rahmen von interaktiven Programmen. Wir haben natürlich auf Bundesebene den Klarsichtkoffer von der BZGA, der jetzt runtergebrochen wird als ein Koffer. Keine großen Aktionen mehr, sondern soll verfügbar sein für die Fachkräfte vor Ort, soll dort einsetzbar sein. Wir haben in Nordrhein-Westfalen den Methodenkoffer Alkoholprävention, wir haben die Glücksbox Methodenkoffer zur Glücksspielsucht und seit April den Methodenkoffer zur Cannabisprävention, der in einer Auflage von 100 an alle Fachkräfte und Fachstellen verteilt wurde und der jetzt in Schulen und Jugendeinrichtungen eingesetzt wird. Und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr soweit sind, dass wir die Wirkung evaluieren lassen können. Kurzum, wir sind da vorangekommen und auch unsere Präventionskampagnen sind im Prinzip ergänzend zu den Maßnahmen
vor Ort. Die Jugendfilmtage werden jetzt stetig, die kriegen die Länder. Wir haben nächste Woche unseren ersten Einsatz, unsere Schulung für die Fachkräfte. Und wir werden dann die Jugendfilmtage auch auf Länderebene hinausbringen. Und sie sollen wieder die örtliche Arbeit unterstützen, sollen möglicherweise ein Highlight sein, aber nicht ergänzen, sondern begleiten das, was auf örtlicher Ebene läuft. Aber Suchtprävention, und das wissen wir heute, zielt nicht nur darauf, einen Konsum zu verhindern, sondern wir wollen Missbrauch und Abhängigkeit abwenden. Wir haben es vorhin schon gehört. Welche Ziele hat das? Hat das immer mit Suchtprävention zu tun? Sondern wir wollen auch zu einem selbstbestimmten und verantwortungsvollen Konsum auch mit der Option eines Verzichts erreichen können. Das heißt, wir müssen auch bei denen, die eigenständig sind, etwas erreichen, nämlich Gesundheitsförderung. Und sehr interessant hat Peter van Skowiak und Hans Schlömer, auch alte Präventionsfachkräfte aus früheren Jahren, haben bereits 2003 in einem Aufsatz, sehr lesenswert, wo nochmal dargestellt wird, die einzelnen Phasen auch der Suchtprävention in Suchttherapie abgedruckt. Wenn Sie das eingeben und googeln, finden Sie es auch im Internet. Und hier sind nochmal aufgestellt worden, was für Risikokompetenzförderung passieren muss. Natürlich Aufschub von Konsum und Probierbeginn. Bei legalen Drogen, möglichst auch Abstinenz bei illegalen Drogen. Aber wenn konsumiert wird, dann möglichst auf einem Experimentierstadium, also sehr zeitlich begrenzt, weil wir genau wissen, wir können es nicht verhindern, dass sich Jugendliche auch mit Substanzen beschäftigen, die wir nicht so gut finden. Das heißt auch Aufklärung über Wirkungen, Gefahren, aber nicht in Form von Abschreckung, sondern von glaubwürdigen Botschaften. Und schließlich Schadensminimierung, Verhinderung von Abhängigkeitsentwicklung bei einem dauernden Missbrauch. Auch hier sind wir weitergekommen durch Sicherheitsregeln, kontrollierter Konsum etc. Und eben, das haben wir vorhin schon gehört, Unterstützungs- und Bewältigungsnetzwerke, nämlich Unterstützungsnetzwerke für Jugendliche, die möglicherweise konsumieren durch Peerarbeit und Ähnliches. Nun, Beispiele dafür kennen wir, das HALT-Projekt, im Wesentlichen Frühintervention, auch gerade bei denen, die konsumiert haben. Das FRED-Projekt tritt erst ein, wenn man straffällig geworden ist. Aber auch das MOVE-Programm bei Cannabis-konsumierenden Jugendlichen, im Vorfeld Frühintervention, immer mit der Option, entweder den Konsum zu reduzieren oder ganz einzustellen. Auch das, Alkoholprävention mit Infocards. Hier wurden die einzelnen Situationen dargestellt. Die Rückseite, da wird kurz behandelt, was die besondere Gefahr für Mädchen, für Jungen ist. Letztendlich geht es um Hinweise für risikoarmen Konsum und sehr Mädchen- oder Jungenspezifisch. Hier wird getrennt, weil die Gefahren unterschiedlich sind. Die Entwicklung Peergruppenansätze, da sind wir gerade bei. Die Bundeszentrale hat es vorgemacht, jetzt in vielen Städten und Gemeinden gibt es Peerarbeit, Peeransätze in die Szene hinein. Hier Cannabis, das ist zum Beispiel eins, diese Infocard. Einerseits das, was ganz schön ist, andererseits beinhaltet Cannabis natürlich immer auch eine Gefahr und das müssen wir den Jugendlichen vermitteln und mit diesen Karten sind wir in die Szene hineingegangen. Und eben Drug.com, nur mal als Beispiel, natürlich über das Internet, Hinweise für Konsumenten, wie kann man möglicherweise ohne Risiko oder risikoarm konsumieren, risikolos geht nicht, das ist am besten mal gar nicht konsumiert, aber auch das sind Zugangswege zu riskant Konsumierenden. Das ist ein Beispiel, was jetzt aus der Schweiz gekommen ist, Even Rave, das ist in Nordrhein-Westfalen, wird es in der Szene gemacht, das sind die Infocards zu Substanzenrisiken, Nebenwirkungen, die werden in bestimmten lokalen Treffpunkten verteilt. Berlin, glaube ich, hat im Augenblick auch so eine Truppe, die unterwegs ist im Partybereich. Und auf der Rückseite stehen dann auch Hinweise auf einen risikoarmen Konsum. Was lässt du lieber bei denen, die an sich nicht aufhören wollen, aber wo wir die Gesundheit natürlich schützen wollen? Nun, auch die Entwicklung zu älteren Zielgruppen als weitere Zielgruppe ist vorhanden. Wir sind in Nordrhein-Westfalen, bei Starkbleiben sind wir jetzt nicht mehr nur bei den Jugendlichen, sondern auch bei den Älteren. Und wir haben erkannt, dass gerade ältere Mitbürger in einer Phase vom Arbeitsleben ins berufslose Leben, ins Erwerbslosenleben enorm Krisen ausgesetzt sind. Und wir wollen da verhindern, durch Informationen,
durch Ansprache, dass sich nicht dem Opa sein Bier wegnehmen, wie man so schön sagt, sondern dass man nicht alleine mit Medikamenten und Alkohol vollgepumpt vor dem Fernseher wiederfindet. Hier geht es also direkt nochmal in die Lebenswelten. Genauso ist der Ausbau kommunaler Netzwerke ein Ziel der Prävention, was wir zum Teil erreicht haben. Kommunale Netzwerke Alkoholprävention ist eines der Modelle, die wir mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erproben. Und wir haben ein Schulungskonzept zum Netzwerkmanagement, was ja bundesweit auch angeboten wird. Seit 2002 ist diese Vernetzung auch auf Bundesebene vorhanden. PrevNet, das Fachportal der Suchtverbeugung, seit 2017 das neue Fachportal, muss noch anlaufen, ist noch nicht so wie das alte, aber es war erfolgversprechend und ich denke, das neue wird ebenfalls erfolgversprechend sein. Wir haben seit 2006 konkret die Qualitätsstandards für die Suchtprävention entwickelt, auf Bundesebene als auch auf bundesweiter Ebene. Wir haben die Fachtagung, Peter Langert hat davon gesprochen, die vierte, jetzt haben wir die fünfte. In Abständen haben wir versucht oder versuchen immer wieder Qualität hineinzubringen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir gehen zwei Schritte vor und einen Schritt zurück. Ich habe jetzt nochmal den Zug angeguckt, da in diesen Tschechen. Da denke ich mir manchmal, wohin mit unserer Prävention und unserer Qualität. Mal ein Meilenstein, Februar 2014, die Klausurwoche in der Katholischen Fachhochschule in Köln, Evidenzbasierung in der Suchtprävention. Das Buch ist herausgekommen, sehr zu empfehlen. Evidenzbasierung in der Suchtprävention sollte jede Prophylaxefachkraft im Bücherschrank stehen haben. Vor allen Dingen gelesen. Und wir haben seit 2006 ein bundesweites Dokumentationssystem. Auch das ist einzigartig. Im Augenblick muss es überarbeitet werden und wir hoffen, dass wir das wieder hinkriegen, dass damit weiter dokumentiert wird. Wo stehen wir also heute? Wir können sagen, dass die Strukturen auf Länderebene sowie auf Bundesebene größtenteils ausgebaut sind, wobei man sagen muss, dass natürlich der ein oder andere Landkreis unterversorgt ist. Und ich wundere mich immer, dass manchmal, inwieweit die Kommunen da zurückhaltend sind. Wir haben die sektorenübergreifende Netzwerkarbeit forciert. Und Frau Köhler-Anzerrer hat es ja deutlich gemacht, wir müssen auch ressortübergreifend arbeiten. Also wir haben bei uns Arbeitskreise Polizei, Ordnungsamt, Suchtprävention, Jugendamt, Krankenkassen und Gesundheitsamt. Das heißt, über die Ressorts hinausgucken. Und unsere Landeskampagne, die wir ja 92 begonnen haben, hatte in der ersten Phase Zielgruppe Verhaltens- und Verhältnisprävention. Die zweite Phase sollte dann das Wohnumfeld und Wohnungsbaugesellschaften mit einbeziehen. Wir sind immer noch in der ersten Phase. Aber es ist wichtig, nämlich gerade für die Lebenswelt zu gucken. Und das ist auch unser Thema der Prävention, nämlich nicht nur Vermitteln von irgendwelchen Kenntnissen, sondern reingehen in die Lebenswelt und dort etwas verändern. Die Maßnahmen orientieren sich stärker an den Ursachen einer Suchtentstehung und hat mittlerweile auch geschlechtsbezogene Aspekte. Wir haben substanzbezogene Informationen, die mehr kreativ und interaktiv vermittelt werden. Zunehmende Standardisierung der Methoden, auch das wollen wir. Wir wollen einfach die Standards hineinbringen und nicht den einzelnen Fachkräften überlassen. Ich mache mal so, weil ich gerade das so will, sondern es soll Wirkung sein. Früherkennung und Frühintervention haben wir, ich habe es vorhin dargestellt, im Rahmen der selektiven und indizierten Prävention etabliert. Und eben, wir haben qualitätssichernde Elemente immer mehr einbezogen, wobei das noch viel zu wenig ist. Das heißt, was sind unsere künftigen Aufgaben? Auch das ist schon angeklungen. Die Suchtprävention muss ihre Position finden zwischen Suchtprävention und Gesundheitsförderung. Das ist nicht so ganz einfach. Ich weiß, dass es in den 70er Jahren so war, der Jugendschutz kriegte kein Geld mehr, die Jugendarbeit auch nicht. Das ging alles in die Prävention und dann haben wir immer gesagt, ja, man muss einfach sagen, Suchtprävention, kriegst auch Geld. Klappte auch. Aber so weit sind wir heute nicht mehr. Wir müssen heute gucken, genauer gucken, wo wollen wir hin. Und das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Wir müssen unsere Zielgruppen klarer definieren und entsprechende Maßnahmen darauf abstimmen. Wir haben ja auch hier im Rahmen der Workshops einzelne Zielgruppen, gerade der aktuelle Bereich der Geflüchteten wird eine neue Zielgruppe sein. Die Lebenswelt- und Settingorientierung. Vielerorts
immer wieder beschworen, aber hier muss geguckt werden, was können wir und wo sind wir drin. Wie gesagt, die ressortübergreifende Vernetzung, ein ganz wichtiger Aspekt. Auch die Formulierung verbindlicher Qualitätsstandards, also was wollen wir erreichen? Und auch da weicht es häufig aus. Natürlich Programmtreue statt Projektismus, auch darüber wissen wir, es werden dauernd neue Projekte gestartet und Maßnahmen, die Wirkung zeigten, müssen nach 3 Jahren beendet werden. Auch hier ist ein Umdenken erforderlich. Und natürlich, last but not least, die Sicherstellung der politischen und finanziellen Unterstützung, also Planungssicherheit für unsere präventive Arbeit. Aber in all diesen Zielen ist, glaube ich, eins wichtig. Wir haben die Informationen zu liefern. Wir selber nicht unbedingt, aber Informationen an die Politik zur Verbesserung von Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen. Da sind unsere Fachlichkeit gefragt, aber nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern auch von Erwachsenen und älteren Menschen. Auch da setzt ein Umdenken ein, sodass wir hier stärker noch in die Quartiere gehen und schauen, wie geht es eigentlich den Menschen. Und das ist, glaube ich, das, was die Prävention ausmacht, nah am Menschen sein und versuchen, hier entsprechend Impulse zu setzen. Herzlichen Dank. Minuten, 11 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch für die super Zeiteinhaltung. Wir haben nämlich vorher Zettel vorbereitet gehabt, noch 3 Minuten, noch 1 Minute. Das war jetzt nicht nötig. Das war alles untergebracht in einem perfekten Timing. Ein großer Überblick nicht nur über die geschichtliche Entwicklung, sondern letztendlich auf unterschiedliche Perspektiven der Suchtprävention und auch auf Teile der zukünftigen Herausforderungen. Vielen Dank, Hans-Jürgen Hallmann. Wir wollen den Blick auf unterschiedliche Perspektiven erweitern. Wir haben ein Podiumsgespräch geplant zum Thema Suchtprävention zwischen Risikokompetenz, Lebenswelt und Gesundheitsförderung. Wir versuchen eine Standortbestimmung. Für dieses Ziel haben wir verschiedene Referenten eingeladen und haben eine ganz besondere Moderatorin gewinnen können. Frau Kirschbaum aus dem Bundesministerium für Gesundheit. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie die Moderation übernehmen und ich damit jetzt den Staffelstab erstmal abgeben darf, bis nach dem Podiumsgespräch. Danach möchte ich Sie alle noch mal um ein paar Minuten Bedürfnisaufschub bitten, weil ich noch ein paar Informationen habe, bevor es dann in die Pause geht. Frau Kirschbaum. Ja, vielen Dank, Frau Hadeling. Ich darf jetzt auch die anderen Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer gleich mit zu mir nach oben bitten. Ja, Herr Hallmann hat uns ja, glaube ich, eine ganz gute Vorlage gegeben und ganz viel schon zum Diskutieren. Aber dennoch möchte ich als erstes jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier auf dem Podium vorstellen. Mein Name ist Gabi Kirschbaum, ich leite das Referat Sucht und Drogen im Bundesministerium für Gesundheit. Hier links neben mir sitzt Frau Tanja Hoff von der Katholischen Hochschule NRW. Sie ist Professorin für psychosoziale Prävention, Intervention und Beratung. Daneben Frau Grossmann von der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung in Bonn. Sie ist dort die Geschäftsführerin. Und ganz links von mir Herr Volker Warneck vom GKV-Spitzenverband, dort auch im Referat Prävention. Rechts neben mir Wolfgang Schmidt-Rosengarten, seit kurzem im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, dort Leiter des Referates Prävention und Suchthilfe. Daneben Kerstin Jüngling von der Fachstelle für Suchtprävention, hier auch mit Vorbereitende der Tagung. Und Frau Hardeling haben Sie alle schon kennengelernt. Ja, wir haben, glaube ich, schon eine ganze Menge Stoff jetzt bekommen für unsere Diskussion. Wir wollten ja eben ein Stückchen so eine Standortbestimmung machen. Wo stehen wir mit der Suchtprävention heute? Jetzt hat Herr Hallmann, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt nochmal aufzeigen können, ja schon ein Stückchen Standortbestimmung gemacht. Er hat eigentlich, fand ich, gut zusammengefasst, würde mal sagen, dass wir relativ gut aufgestellt sind.
vieles sich verändert hat in den letzten Jahren, eine gute Qualität vorhanden ist. Meine Frage wäre erstmal, Herr Schmidt-Rosengarten, Sie haben das Ganze, verfolgen das Ganze auch schon ein Weilchen, haben jetzt gerade die Seiten gewechselt zum Ministerium. Würden Sie erstmal diese Standortbestimmung, wie Herr Hallmann sie vorgestellt hat, so teilen? Ja, ich denke, das war eine wunderbare, nicht nur Zusammenfassung, sondern auch Schilderung dessen, was es heute in der Bundesrepublik zu dem Thema Suchtprävention gibt. Wenn man sieht, dass Suchtprävention ja keine gesetzliche Leistung ist, sondern eine freiwillige Leistung und den Bereich der Suchtprävention vergleicht mit anderen freiwilligen Leistungen, was die Suchtprävention bietet an Qualität, an Nachweisen, was sie macht, an Berichten. Wir haben DOTSIS gehört, wir haben das PrevNet-Portal gesehen. Das heißt, dass sie schon, ja, ich würde schon fast sagen, ein Alleinstellungsmerkmal, was die Suchtprävention da in den letzten 20, 25 Jahren aufgebaut hat. Gleichzeitig glaube ich, dass viele Punkte, die da als künftige Aufgaben genannt wurden, ich glaube, ich habe eine Folie von 1998, die sieht nicht so viel anders aus. Das heißt, wir haben weiter künftige Aufgaben vor uns. Okay. Ich möchte jetzt vielleicht erstmal den Blick ein bisschen weg von der Suchtprävention wenden zu Frau Grossmann, die ja sozusagen das Thema Prävention und Gesundheitsförderung ein bisschen mehr insgesamt im Blick hat. Wie hat es jetzt auf Sie gewirkt, diese Standortbestimmung und dieser historische Überblick über die Suchtprävention? Ist es für Sie auch in Ihrer Arbeit sozusagen klar, dass in der Suchtprävention eine ganze Menge an Potenzial ist und dass da gute Strukturen sind und dass sich das alles sehr gut entwickelt hat über die letzten Jahre, oder sehen Sie das anders? Nein, das sehe ich gar nicht anders. Ich habe das auch so wahrgenommen, dass hier enorme Fortschritte gemacht worden sind, und ich sehe auch gar nicht so stark den Unterschied zwischen der Prävention und Gesundheitsförderung, sage ich jetzt mal allgemein, und dem, was uns Herr Hallmann jetzt vorgestellt hat als den State of the Art der Suchtprävention. Da gibt es große Übereinstimmungen, gerade eben auch, was die Beschreibung anging, also dass Risikokompetenz, Lebensweltorientierung und Gesundheitsförderung beinhaltet. Ich meine, je nachdem, in welchen Bereich der Prävention man so rein, Prävention und Gesundheitsförderung man so reinschaut, würde man es vielleicht anders gewichten. Aber dass das sozusagen zusammengehört und alles berücksichtigt werden muss, das hat mich sehr überzeugt, und da sehe ich gar keinen Widerspruch. Es enttäuscht mich jetzt insofern ein bisschen, als wir natürlich gesagt hätten, die Suchtprävention ist die beste aller Präventionen. Aber Sie sagen sozusagen, die Diskussionen sind eigentlich auch ähnliche in anderen Feldern, wo es um andere Dinge geht. Also wir haben ja jetzt schon irgendwie gelernt, Suchtprävention ist breit aufgestellt, sie hat verschiedene Komponenten und sie muss die eben auch verknüpfen, die Gesundheitsförderung, die Lebenskompetenz und auch die Informationen über die Substanzen. Wir haben so ein bisschen vielleicht in unserer Arbeitsgruppe, Bund-Länder-Arbeitsgruppe, auch die Diskussion, geht es wieder zurück, schwingt das Pendel zurück? Herr Hallmann hat es angesprochen in Bezug auf den Revolution Train. Auch bei der Cannabisprävention hat man langsam wieder so ein bisschen, es geht sehr viel um den Stoff und weniger um Prävention oder um Lebenskompetenzförderung. Das wäre jetzt meine Frage an die beiden, die hier die Tagung auch mit vorbereitet haben. Ist das auch etwas, was Ihnen so begegnet? Also ich habe mir bei den beiden Webseiten, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Brandenburg guckt mehr substanzbezogen auf die Dinge und Berlin vielleicht ein bisschen mehr lebenskompetenzorientiert. Aber vielleicht ist das auch ein völlig falscher Eindruck, Frau Jüngling. Ich nehme das dann. Wie kann ich mir jetzt was da, ist das schon an? Ich will noch was zu dem Vortrag sagen. Ich mogel mich jetzt einfach rein. Mich hat der eine Satz so umgehauen. Suchtprävention muss sich verorten zwischen Suchtprävention und Gesundheitsförderung. Vielen Dank übrigens, Hans-Jürgen, für den tollen Vortrag. Und ich war so ein Stück, ich dachte, man machen das Bäcker auch. Oder ich komme zu meinem alten Thema. Ich war eine Impulsgeberin bei der ersten Qualitätskonferenz. Wieso haben wir
wenn wir denn so wirksam sind und die Qualität gesichert ist und es Volksdrogen wie Alkohol und Tabak gibt und wir erfolgreiche Konzepte, wie sich auch Medizin weiterentwickelt hat oder Brückenbau oder so haben, wieso müssen wir uns eigentlich so oft verorten? Die Frage würde ich jetzt gerne nochmal als Podiumsteilnehmerin zurückgeben. Die hat mich sehr berührt. Wieso können wir nicht selbstbewusster sagen, wir sind ein Teil, und zwar ein sehr konkreter, erfolgreicher, evidenzbasierter, kreativer, sich entwickelnder Teil der Gesundheitsförderung und tun etwas für die Gesundheit der Menschen in Deutschland. Also so einfach wäre es, würde ich es jetzt sehen. Und das könnte man mit dem Selbstwirksamkeitskonzept, also Lebenskompetenz als ausgedrückte Selbstwirksamkeit, tun. Das ist ja immer so, das ist wirklich ein Stück ein Pendel. Andererseits, wenn ich jetzt so einen Anstieg von aufputschenden Substanzen habe, fragen auch wir uns immer wieder, müssen wir nicht in einer leistungsorientierten Gesellschaft dann auch wieder über die leistungsfördernden Substanzen wieder substanzspezifischer sprechen? Und ich glaube, zwischen diesem, in diesem Spannungsfeld versuchen wir gemeinsam mit vielen Kollegen, mit Ihnen und euch, Antworten zu finden in guter Qualität. Aber vielleicht zeichnet uns das ja auch gerade aus und ist auch ein Teil der Qualität, dass wir immer versuchen, zumindest eine Standortbestimmung immer wieder neu zu machen. Ne? Also verorten nicht an einen Ort, wo stehen wir jetzt, sondern immer wieder reflektieren, ist das das Richtige, was wir tun, kommt das an oder gibt es vielleicht noch bessere Ideen? Frau Hardeling. Ich würde das vielleicht noch mal um eine Perspektive ergänzen. Es geht nicht nur ums Verorten, sondern aus meiner Sicht geht es im Wesentlichen auch darum zu vernetzen. Wenn ich hier in die Runde gucke und wenn ich sehe, wer macht in Brandenburg Suchtprävention, dann sind es 5 überregionale Suchtpräventionsfachstellen mit nur 6 Mitarbeiterinnen besetzt, die in vielen Landkreisen aktiv sind. Das heißt, die Suchtpräventionsfachstellen arbeiten in der Regel nicht nur mit den Endzielgruppen zusammen, sondern sie haben in erster Linie die Aufgabe zu vernetzen, das Thema in die regionalen Bezüge zu bringen, die regionalen Akteure dazu zu bringen, sich mit dem Thema Suchtprävention zu beschäftigen, um dann entsprechende Projekte und Konzepte entsprechend weiterzureichen. Und ich denke, das ist eine weitere Perspektive. Es geht nicht nur darum, einen festen Standort zu haben, sondern es geht eigentlich darum, flexibel zu sein, immer wieder zu gucken, welche Themen sind gerade angesagt, mit welchen Akteuren muss ich mich vernetzen und wie kann ich dafür sorgen, dass Suchtprävention auch im ganz Kleinen, im Regionalen oder in bestimmten Settings eine Rolle spielt und natürlich auch die finanziellen Grundlagen erhält. Also Hans-Jürgen hat vorhin auch die Perspektive gehabt, wir haben gut aufgebaute Strukturen, dem würde ich zum Teil im Osten auch widersprechen, weil ich denke, wenn man, und nicht nur im Osten, wenn man in die Flächenländer guckt, wo es einfach ganz andere Voraussetzungen gibt, um Menschen zu erreichen, gibt es sicher da auch noch weitere Möglichkeiten, Strukturen auszubauen und aufzubauen. Das ist ein ganz gutes Stichwort, das Thema, die Frage, wie bauen wir Strukturen weiter aus und auf. Da war ja im Grußwort von Christine Köhler-Azara angesprochen worden, das Thema Sucht und wie weit hindert uns das? Also die Frage, ist es eigentlich Suchtprävention, jedenfalls wenn, dann ziemlich on the long run, weil dass wir Sucht verhindern wollen, steht irgendwie ganz weit hinten, wenn wir im Kindergarten suchtpräventive Konzepte fahren. Wie erleben Sie das? Ich glaube, das ist jetzt nochmal eine Frage an Sie beide in der Praxis. Also sehen Sie, das ist eine etablierte Marke, die Suchtprävention, weil es auch die Suchtpräventionsstrukturen gibt? Oder lohnt es sich doch nochmal das Thema zu weiten, brauchen wir nicht auch eine neue Begrifflichkeit, um vielleicht auch mehr, ja, bei den Kassen, gucke mal Richtung Herrn Warneck, Motivation zu finden für unsere Arbeit, die Lebensmöglichkeiten zu verbessern. Aber erstmal nochmal Frau Hardeling. Hört man das? Ja. Ich denke, Suchtprävention als Marke lohnt sich auf jeden Fall erhalten zu bleiben. Gerne mit der Erweiterung um den Begriff Gesundheitsförderung und weitere Begriffe. Wenn ich ganz konkret mir das, was ich in Brandenburg zum Thema Präventionsgesetz erlebe,
reflektiere, dann sehe ich da aus meiner Perspektive zu wenig Suchtprävention und würde mir wünschen, wenn das Suchtprävention auch tatsächlich weiter wahrgenommen wird und auch mit den ganz speziellen Angeboten und den ganz speziellen Vernetzungsstrukturen, die ja durchaus auch in die Strukturen der Gesundheitsförderung hineingehen, egal ob es um gesundheitliche Chancengleichheit geht oder um Bündnisse gesund aufwachsen oder Bündnis gesund älter werden. Das sind wichtige und wesentliche Strukturen und trotzdem braucht es da nochmal den suchtpräventiven Blick und gute Kooperation. Herr Warnig, im Leitfaden ist, glaube ich, Alkohol und Tabak ein Thema, wenn es um Prävention geht von Substanzmittelkonsum. Mit dem Feld der illegalen Drogen tut sich die GKV ein bisschen schwerer. Wie wirkt das jetzt auf Sie oder was würden Sie uns raten? Sollten wir an dem Begriff Suchtprävention festhalten oder müssen wir stärker überlegen, das uns da breiter aufzustellen? Nehme ich mal das so lange. Also unser Ansatz ist eigentlich der, dass wir sagen, es kommt darauf an, den Einstieg in Sucht- und Drogenkarrieren zu verhindern. Das tut man dann am besten, wenn man möglichst früh anfängt. Dann gibt es zwei Wege, den spezifischen, wo man Substanzbezug hat, und den unspezifischen, wo man Lebenskompetenzen fördert und wo man also Selbstwertgefühl und eigenständiges Verhalten unterstützt. Und das ist für uns eine Aufgabe, die wir im Setting-Ansatz insbesondere verfolgen. Da spielt auch die Frühintervention eine Rolle. Wir fördern auch Halt, auch im Rahmen des Setting-Ansatzes seit neuestem jetzt. Und dann haben wir den zweiten Strang, wo wir den Ausstieg erleichtern wollen, wo wir Beratungen, Gruppenkurse beispielsweise zur Raucherentwöhnung fördern. Aber das ist eine Sache, die außerordentlich klein ist, weil da kaum Leute kommen. Also das ist das kleinste Handlungsfeld unter den vier präventiven Handlungsfeldern. Jetzt ist ja angesprochen worden, was ist der breite, unspezifische Ansatz, der substanzbezogen, das wird sicherlich auch altersabhängig sein. Weil im Kindergarten wird man noch nicht großartig irgendwas zu verschiedenen Suchtsubstanzen sagen können. Das ist in der späteren Verlauf anders. Aber was wir im Setting-Ansatz immer sagen, ist, die Einrichtung, ob das der Kindergarten, die Schule, die Gemeinde, wenn die Aufgabe zu ihrer eigenen Sache macht, Strukturen etabliert, Verfahren sich überlegt, die Zielgruppen beteiligt, also den Setting-Ansatz ernst nimmt, dann kann es was werden, und GKV steht auch an mehreren Stellen bei uns so im Leitfaden Prävention drin. Die Unterstützung durch GKV ist immer dann Hilfe zur Selbsthilfe, ist immer eine Unterstützung auch von diesen Strukturbildungs- und Vernetzungsprozessen. Und das Präventionsgesetz, das hat ja jetzt die große Aufgabe sich vorgenommen, die mitgliederbezogene Sozial- und insbesondere Krankenversicherung in Verbindung zu bringen mit der öffentlichen Daseinsvorsorge, mit insbesondere der kommunalen Lebenswelt und den. Und das ist wirklich die Kunst und da ist jetzt Fingerspitzengefühl und guter Wille erforderlich, dass wir sind doch als Sozialversicherung für unsere Mitglieder und Versicherten da. Wir haben auch immer so gedacht, 97% der Leistungen fließen in die Versorgung von Erkrankungen. Da geht es um Medikamente, Krankenhäuser, Ärzte und so weiter. Da ist der Versicherungsfall, tritt ein, jemand bricht sich ein Bein, dann kommt der Arzt, dann kommen die Leistungen und am Ende kann er wieder zur Arbeit gehen und alles ist gut. Aber bei settingbezogener Arbeit, da kann man das doch überhaupt nicht versichertenbezogen zurechnen. Deshalb sagen wir auch im Leitfaden Prävention, wenn eine Krankenkasse, die vielleicht 30% der Kinder einer Schule versichert, da jetzt ein Gesundheits Don't Start Be Smart fördert, oder dann ist das selbstverständlich für alle offen, ne? Und der Zusammenarbeit mit der BZGA werden nochmal zusätzlich Gelder gepoolt, um besonders vulnerable Zielgruppen gezielt zu erreichen. Also da geht dieser Mitgliederbezug oder Versichertenbezug geht gar nicht. Da muss man sozialräumlich denken und da sind wir auch offen für. Und muss jetzt mehr passieren. Ich gebe Ihnen recht, dass die Suchtprävention auch unter den Handlungsfeldern generell nicht an erster Stelle rangiert. Ich glaube, das hat auch damit zu tun,
Und Sie hatten ja gefragt, ist das was illegale Drogen? Ja, da greift auch ein Stück weit die gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Da geht es um Kriminalprävention, da ist sicherlich ein Überlappungsbereich, aber da sagen wir, bei der Verhinderung des Einstieges, da kann man selbstverständlich auch über illegale Drogen, aber wenn es um Ausstiegshilfen und so weiter, ja, oder um, da sagen, kümmern wir uns schwerpunktmäßig um Alkohol und Tabak. Ich habe jetzt auch keine gegenteiligen Stimmen gehört. Vielleicht noch ein Punkt. Wir müssen darauf achten, dass die Suchtprävention jetzt, die ja meistens institutionell bei der Jugendhilfe auch stark verknüpft und angebunden ist, jetzt auch den Zugang findet zu den neu sich gebildet habenden Gremien in der Gesundheitsförderung, die überwiegend beim Sozial- und Gesundheitsressort in den jeweiligen Bundesländern und Stadtstaaten angesiedelt ist und da den Schulterschluss sucht mit den Schwesterressorts, um auch da den Kontakt auch zu den zusätzlichen Finanzmitteln und den Ressourcen, die da bereitgestellt worden sind, zu ermöglichen. Ja, das ist natürlich eine Frage, glaube ich, die hier viele bewegt. Wie schaffen wir es, die Suchtprävention zu stärken über die Mittel, die jetzt da im System vorhanden sind? Ich habe Sie jetzt so verstanden, macht euch nicht so viel Gedanken über euren Namen, Sucht oder nicht, sondern sorgt eher dafür, dass ihr das, was jetzt durch das Präventionsgesetz gefordert wird, nämlich Unterstützung für Arbeiten in der Lebenswelt und auch Beteiligung der Lebenswelt an der Veränderung, also nicht in die Schule gehen mit irgendeinem Kurs, sondern die Schule dabei zu unterstützen, dass sie wirklich eine gesundheitsförderliche Schule wird. So habe ich das jetzt ein Stückchen verstanden. Trotzdem bleibt für mich so die Frage nochmal, haftet dem Thema Stigma, Sucht nicht zu sehr das Stigma an und müssen wir nochmal weiter drüber nachdenken. Jetzt will ich aber natürlich Frau Hoff auch mal ins Gespräch bringen. Sie sind ja angesprochen worden, Sie haben mitverfasst das Memorandum Evidenzbasierung in der Suchtprävention. Wie ist es in der Fachwelt aufgefasst worden, aber auch haben Sie auch Reaktionen aus der Praxis zum Memorandum erhalten? Dankeschön. Ich würde gerne trotzdem das nochmal aufgreifen. Der Begriff Sucht ist auch sozialpsychologisch nach wie vor mit Erkrankungen, mit Persönlichkeitsschwäche etc. in der Bevölkerung konnotiert. Das hat ja auch dieses Memorandum zum Thema Stigma in der Sucht gezeigt. Die Suchtprävention wird deswegen meines Erachtens in der Bevölkerung immer schnell das Label haben, da geht es um Christiane F. etc. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht, dass das davon losgelöst wird. Gleichzeitig den Begriff der Suchtprävention aufzulösen, halte ich angesichts der gewachsenen Tradition und der Strukturen für nahezu nicht möglich und es würde auch Identitätsverlust bedeuten. Den Begriff der Gesundheitsförderung finde ich persönlich zu unspezifisch. Das ist alles und nichts. Genauso wie ich den Begriff der Lebenskompetenz auch mitunter schwierig finde. Da fällt ja ganz vieles drunter. Das ist auch wichtig als Psychologin und Psychotherapeutin, aber auch natürlich in der Prävention verankert, verwende ich lieber den Begriff der Bewältigungskompetenz. Also wie bewältige ich Risiken, wie bewältige ich Lebenskrisen etc. Darin werden Menschen in jeglichen Lebensaltern, auch zum Beispiel Sucht bei Älteren, Stichwort, tatsächlich unterstützt, dann auch bezüglich Suchtstoffen sich distanzieren zu können. Nicht, weil ich jetzt Humor und Kreativität so wichtig ist, lerne, sondern wie bewältige ich die Situation. Deswegen finde ich die Begriffe Lebenskompetenz, Risikokompetenz, Gesundheitsförderung manchmal nicht hilfreich mit dem Blick, was brauchen die Menschen eigentlich? Das nur am Rande. Danke, Herr Hallmann, für die wertschätzenden Worte zu unserem Buch. Und zwar meine ich das eher inhaltlich und nicht als Herausgeberin und Mitinitiatorin der Klausurwoche. Es wäre wünschenswert, dass viele es lesen, auch wenn es mitunter vielleicht wissenschaftlich etwas hochgesetzt ist für das Buch auf dem Balkon am Sonntagnachmittag. Die Reaktionen waren zum Teil sehr heterogen, das war erwartungsgemäß, wobei ich dazu hinzufügen muss, dass wir keine umfassende Befragung bisher haben. Wer hat denn das Memorandum überhaupt vollständig gelesen?
wo wurde es in den Suchtpräventionsfachstellen diskutiert und wie hat es sich weiterentwickelt. Das wäre tatsächlich mal interessant zu überprüfen, wie weit ist es in der Praxis tatsächlich angekommen. Die Reaktionen waren von positiv bis negativ, wie das zu erwarten ist. Ich glaube, es hat insgesamt eine Diskussion angestoßen in meiner Wahrnehmung und auch eröffnet überhaupt, dass Evidenzbasierung nichts ist, was fernab der Lebenswelt der Fachkräfte in der Praxis ist, sondern dass das etwas Nutzbares ist, nämlich die Nutzung vorhandenen empirisch gestützten Wissens in der Praxis und dass es nicht darum geht, die Praxis unter Evaluationsdruck zu setzen, im Sinne von, wir müssen jetzt alle hochrangige, randomisierte Kontrollstudien machen, sondern was sind Wege in der Praxis, das Thema Evaluation von der Konzeptidee bis zur Konzeptdurchführung tatsächlich auch mit zu bedenken. Und ich glaube, das war tatsächlich auch eine, das ist natürlich auch schon vorher mitgedacht worden, aber vielleicht noch mal expliziter transportiert worden oder auch eingefordert worden. Es war häufig eine Kritik, dass wenige Praktiker und Praktikerinnen teilgenommen haben. Das sieht man auch an dem Autorinnen- und Autorenverzeichnis. Wir selber fanden das sehr bedauerlich, hatten viel Akquise gemacht, dass auch Praktiker und Praktikerinnen teilnehmen, haben aber am Schluss auch festgestellt, dass das mit bestimmten Ausschreibebedingungen auch manchmal zu tun hat, dass die Vorläufe dann zu kurz waren, dass eine fünftägige Klausurwoche in der Praxis mitunter auch schwierig ist. Also da müsste man nochmal weiterarbeiten, wie dieses Memorandum dann auch praxisorientiert nochmal weitergeführt werden kann. Also es sind ja auch an vielen Standorten weitere Überlegungen zur Praxisumsetzung entstanden. Was gibt es für Qualitätskriterien? Welche Instrumente können wir einsetzen? Und dies nochmal in einen Konsens zu überführen, das wäre sicherlich ein wichtiger nächster Schritt. Dazu jemand? Nee. Also ich finde das auch wichtig, dass wir in die Richtung dran weiterarbeiten, dass wir klarere Kriterien haben, was Evidenzbasierung und was heißt auch Evaluation. Und wir sehen das jetzt gerade bei der Erstellung des Präventionsberichtes, dass das immer die entscheidende Frage ist. Ne? Sind die Dinge evaluiert, sind die nachgewiesen und dass wir einen Weg finden, wie wir einerseits evaluierte Dinge weiter in der Praxis voranbringen, auch neues Wissen generieren, aber nicht bei jedem Projekt immer meinen, wir müssten das neue Wissen mit aufwendigen Verfahren zu evaluieren. Also das ist für mich sozusagen das Zentrale, was ich aus der Diskussion um das Memorandum mitgenommen habe. Jetzt sitzt das, bitte. Eines ergänzen. Eines möchte ich noch als Hochschullehrerin hinzufügen. Die kritischen Haltungen gegenüber dem Konzept der Evidenzbasierung erlebe ich in Studiengängen außerhalb der Psychologie und Medizin, das sind meine Referenzstudiengänge, häufig als sehr vorurteilsbelastet. Und zwar hat das auch etwas zu tun, aus meiner Erfahrung mit den Studiengängen Soziale Arbeit, Beratung, Pflegepädagogik, Frühpädagogik, dass dort viele Studierende sitzen, die mit dem Wort Statistik schon gewisse Ängste verbinden, um es mal so zu formulieren. Das heißt, wir müssen auch an den Hochschulen dafür sorgen, dass das Thema Evaluation und Evidenzbasierung und Evidenzgenerierung generell in diesen Feldern, und das betrifft auch andere Präventionsfelder, doch nochmal deutlich gestärkt wird und Studierende zum Beispiel, insbesondere der sozialen Arbeit, die ja dann häufig auch in der Suchtprävention ankommen, diesbezüglich eine höhere Offenheit haben, dass das nicht ein Thema ist, was so angstbesetzt ist und mit alten Vorurteilen des Mathematik-Unterrichts verbunden ist. Okay, wobei ich umgekehrt manchmal auch schon den Eindruck habe, dass jetzt schon zu jeder Bachelorarbeit eine kleine wissenschaftliche Studie gemacht werden muss, die dann manchmal auch nicht die Qualität hat, die man sich vielleicht vorstellen könnte. Okay, Herr Schmid-Rosengarten, Sie wollten sich nochmal zum Thema Bewältigungskompetenz und Risikokompetenz. Ja, Sie hatten ja eingangs gefragt oder angekündigt gesagt, dass ich mein Arbeitsfeld gewechselt habe. Und was mir jetzt natürlich auffällt mit diesem neuen Arbeit, also das Referat hieß vorher Suchthilfe inklusive Suchtprävention und dann gab es ein Referat, das hieß Prävention. Das hat Prävention gemacht, alles an Prävention, außer an Suchtprävention, weil die war ja bei der Suchthilfe. Das heißt, man kann schon an diesen Strukturen sehen, wie unterschiedlich Themen bewertet werden. Aber jetzt mein neuer Blick zeigt mir,
Die WHO spricht, dass es weltweit und in Europa besonders 5 große nicht übertragbare Krankheiten gibt, die zu fast 80% der Todesursachen verantwortlich sind und auch zu fast 80% der Krankheitslast. Was sind diese 5? Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Erkrankungen und chronische Atemwegserkrankungen. Wo taucht da der Alkoholismus, wo taucht da die Sucht auf? Sie taucht auf, versteckt in dem Label der psychischen Erkrankungen. Und Herz-Kreislauf. So, aber nicht als eigenes Feld. Und jetzt ist natürlich interessant. Genau so. So, jetzt taucht aber natürlich Alkohol und Tabak bei diesen anderen, zumindest bei 2 anderen, auch auf. Und zwar als Risikofaktor. Oder bei allen kann man sagen, nicht? Zu viel Alkoholkonsum, zu viel Tabakkonsum kann Krebs erzeugen, kann Diabetes etc., muss ich hier nicht weiter ausführen. Das heißt für mich, Suchtprävention hat eigentlich, muss auf 2 Gleisen fahren. Auf dem einen Gleis als Krankheitsprävention, als Verhinderung des Krankheitsbildes Sucht, dass dieses Krankheitsbild Sucht nicht entsteht. Das ist das, was wir, glaube ich, die letzten 20, 30 Jahre im Fokus haben. Was wir noch nicht stark genug im Fokus haben, übermäßigen Tabak- und Alkoholkonsum als Risikofaktor für ganz andere Krankheitsbilder, wo überhaupt nicht der Alkoholiker am Bahnhof oder irgendwelche Schreckensszenarien von Suchtkrankheiten im Vordergrund stehen, sondern mäßiger oder gar kein Alkohol- oder Tabakkonsum ist nicht nur gut, damit keine Alkoholabhängigkeit entsteht, sondern reduziert die Krankheitslast oder die Verursachung von Diabetes, von Krebs etc. Und wenn man so an die Thematik rangeht, glaube ich, ist das Thema Stigmatisierung, ist das Thema Zugang finden einfacher, weil wir kommen dann nicht mit dem großen Schild Sucht vor dem Kopf in Schulen, in Elternversammlungen, bei den Landfrauen an, bei den Pflegeheimen, egal wo wir das machen, sondern wir sagen, wir informieren im Sinne einer Gesundheitsförderung, jetzt sind wir bei dem Begriff, wir informieren auch darüber und stellen Strategien zur Verfügung, damit sich nicht andere Krankheitsbilder ausformen. Und wer soll das machen, außer den Fachkräften für Suchtprävention? Und dafür würde ich einfach noch mal werben, diesen zweiten Aspekt stärker in den Mittelpunkt der Arbeit zu rücken. Wenn ich so in die Praktikerlandschaft gucke, sehe ich, dass das in Deutschland bislang eher randständig von den Fachkräften für Suchtprävention bedient wird. Danke. Ja, das hat aber natürlich auch was mit der Zersiedelung der Finanzierung zu tun. Also beispielsweise als Psychotherapeutin habe ich viele komorbide Patienten, Patientinnen, seitdem jetzt von den Krankenkassen erlaubt ist, dass man Patientinnen die ersten 10 Stunden behandeln kann, wenn die keine Abstinenz erreicht haben oder noch einen schädlichen Konsum aufweisen, mit der Perspektive, dies aber verändern zu können. Seitdem ist das Thema zumindest in meiner therapeutischen Praxis hoffähig geworden. Ja, die Patienten kommen tatsächlich und sagen, ich habe ein Suchtproblem, aber ich weiß, dass da eigentlich was anderes mit verbunden ist. Das heißt, es geht ja auch darum, wie kommen wir aus dieser Zersiedelung der Finanzierung und damit auch der Zersiedelung der Settings heraus. Ne? Ich stimme Ihnen da völlig zu, das ist eine Eingangspforte, um tatsächlich die Suchtprävention auch nochmal zu stärken. Jetzt möchte ich gerne auch, dass Sie hier alle schon so lange so geduldig zugehört haben, sich an der Diskussion beteiligen können. Können ja alle erstmal kurz nochmal in sich gehen, wer was beizutragen hat. Meistens dauert es ja dann doch eine Minute. Ich möchte das nochmal aufgreifen. Also in der internationalen Diskussion, glaube ich, sind wir inzwischen sehr stark auf dem Trip, dass man sagen muss, wir haben eigentlich 4 Risikofaktoren: Tabak, Alkohol, Ernährung, Bewegung, und die sind für fast alle Krankheiten von entscheidender Bedeutung. Und ich wäre aber wirklich für mich eine Frage an die Fachkräfte auf dem Podium, aber auch im Publikum: Sehen Sie da eine Chance, sozusagen diese Sicht auf die Dinge stärker auch in
die Arbeit in den Lebenswelten, Kita, Schule, Jugendarbeit einzubringen, oder sehen Sie das eher als illusorisch, beziehungsweise wir haben unsere Marke und wir machen das erstmal weiter? Frau Jüngling. Dann werde ich ganz kurz die Pause, hoffentlich nur eine kleine Pause, überbrücken. Es ist so viel Kluges gesagt worden zum Thema Alkohol- und Tabakkonsum minimieren. Wir haben Gesundheitsziele, die Diabetes betreffen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Tabak- und Alkoholkonsumreduktion. Jetzt sage ich mal, ich bin immer noch bei der Verortung, sehen Sie es mir nach, dass ich da ein Stück stoisch bleibe, wahrscheinlich die beiden Tage. In Berlin werden beide Gesundheitsziele, Alkoholkonsum reduzieren und Tabakkonsum reduzieren, aktuell nicht bearbeitet. Das sind bekannte, dann könnte ich jetzt sagen, um auf die Frage im Gesundheitszielprozess, dann könnte ich jetzt sagen, Mensch, jetzt muss ich die Suchtprävention vielleicht noch ein bisschen stärker verorten oder lauter werden, um zu sagen, gesund aufwachsen ist doch auch ein Ziel. Was machen wir mit dem Risikofaktor Alkohol, der so eine starke Auswirkung auf so viele Folgeerkrankungen hat? Das muss stärker da müssen Gesundheitsförderung und Suchtprävention stärker zusammenarbeiten. Es bleiben aber Ziele, da ist es nicht mal das Thema Sucht, sondern dann sind es früher die Genuss und heute die Suchtmittel. Das scheinen immer noch Themen zu sein, denen sich auch Expertinnen und Experten der Gesundheitsförderung nicht lustvoll als erstes zuwenden. Dr. Manke, Sie sagten ja vorhin, steht nicht ganz oben auf der Agenda. Es sollte aber auf die Agenda, und zwar nicht aus meiner Sicht, sondern aus bevölkerungsrelevanter Sicht, weil wir haben ja Zahlen und Wissen über Risikofaktoren. Und hier fängt für mich an, so eine Diskussion vielleicht noch interessanter zu werden, vielleicht auch Sie und ihr. Wie können dann die Suchtprävention mit der Gesundheitsförderung, wie kann das Wissen beider Bereiche viel besser vernetzt und viel mehr Synergien erzeugt werden, als das eine zu tun und das andere zu lassen? Ja. Also nur, ich möchte das nur unterstützen, denn ich finde auch, also die Suchtprävention muss ja nicht aufgehen, muss sich ja nicht auflösen in den gesundheitsfördernden Maßnahmen, sondern Sie haben ja ein State of the Art, der sich ja auch immer weiterentwickelt, und haben ja einen fachlichen Standard. Und dann muss man eben gucken, wo bindet sich das jetzt gerade sinnvoll ein, oder wo müssen wir das verstärkt einbringen, bevor man die Frage, also man sollte nicht einfach irgendwie ein neues Etikett aufkleben, nur weil das dann irgendwie besser klingt. Okay, jetzt die erste mutige Wortmeldung aus dem Publikum. Ja, mein Name ist Guido Glück, ich komme aus Hessen, arbeite dort in der Suchtprävention schon seit vielen, vielen Jahren, und ich kann eigentlich nur das, was jetzt gerade andiskutiert wird, eigentlich nur unterstützen. Wo wir in der Suchtprävention erfolgreich ankommen und auch langfristige, überdauernde Konzepte installieren können, da müssen wir immer über beide Bereiche sprechen, da müssen wir das miteinander verzahnen. Und die größten Erfolgschancen aus meiner Erfahrung sind, wenn wir mit positiven Dingen dort arbeiten. Denn wenn wir Erzieherinnen oder Grundschullehrerinnen oder auch in weiterführenden Schulen den Lehrern erzählen, wie wir es schaffen, dass die Schüler, aber auch sie selber als Lehrperson, als Erzieherin gesünder ihren Job machen können, also erfolgreicher werden, mehr Spaß haben und mehr Gesundheit erzeugen können, dann hat das natürlich zur Folge, dass eben auch Sucht minimiert wird und so weiter. Dann haben wir eigentlich die Türe erst offen. Wenn wir mit der Türe ins Haus fallen, wir wollen hier mit Ihnen ein Suchtpräventionsprojekt machen, dann ist das eigentlich nicht mehr State of the Art. Man muss im Prinzip in diesem vernetzten Gedanken heute alles machen. Und ich denke mal, wir in Hessen haben da sehr gute Erfolge. Gerade wenn man das sieht, dass diese Arbeitszufriedenheit, wenn man jetzt Papilio mal anguckt oder das Projekt Klasse, Klasse anguckt, wo hinterher wirklich die Leute sagen, ja, wir haben wieder mehr Spaß an unserem Job und wir erreichen, dass die Gruppen, also die Kindergartengruppe oder die Schulklasse, ein besseres Klima haben, dann haben wir, glaube ich, richtig Suchtprävention gemacht. Ja, mein Name ist Dagmar Wieland, ich bin auch aus Hessen, bin eine Kollegin vom Guido Glück, arbeite aber in einem anderen Landkreis, und wir haben auch ein bisschen einen anderen Ansatz. Ich denke, das ist das Schöne, dass auch in Hessen oder in allen
Bundesländern eben auch unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Ansichten gefahren werden dürfen. Das ist unsere große Freiheit. Also ich arbeite eher mit älteren Jugendlichen, mit Menschen, die in der Pubertät sind, die eben ein bestimmtes Risikoverhalten zeigen, was ich auch für absolut legitim und normal halte, nämlich die probieren Sachen aus. Und das hat überhaupt nichts unbedingt mit Sucht zu tun, sondern das ist ein ganz normales Probierverhalten. Und ich finde auch, da müssen wir auch Antworten parat haben. Da müssen wir auch einfach Angebote machen, um den jungen Menschen einfach zu sagen, okay, wenn ihr was konsumiert, dann bitte schaut euch eure eigene Vulnerabilität an, guckt, was habt ihr für Bewältigungskompetenzen, auch ganz wichtig. Aber mir würde es nicht reichen zu sagen, okay, ich arbeite nur in der Kita oder in der Grundschule, weil die anderen haben eben auch einen Bedarf. Ne? Okay, das habe ich jetzt so verstanden, dass Sie sagen würden, Sucht, also wir machen Suchtprävention, wir hängen es nicht an die große Glocke, das Thema Sucht oder das Etikett Sucht, aber wir arbeiten in den unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedlich daran. Das war ja auch eine der Aufgaben für die Zukunft. Zielgruppen müssen klarer definiert und entsprechende Maßnahmen darauf abgestimmt werden. So habe ich das jetzt verstanden. Also da sind wir uns auch einig. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Wo sind die ganzen engagierten Fachkräfte? Wir sind uns alle zu einig. Das war auch ein bisschen mein Thema mit der Podiumsdiskussion, dass wir ein bisschen zu viel Einigkeit haben. Ja, zu viel Einigkeit. Mein Name ist Ellen Martin. Ich bin aus Brandenburg, eine von den überregionalen Suchtpräventionsfachstellen. Mich hat in dem Vortrag von Herrn Hannemann interessiert, oder was er gesagt, ich vermisse heute hier zu dieser Veranstaltung eigentlich Part oder Teile von unseren Zielgruppen, was Schule zum Beispiel betrifft. Die sind hier gar nicht mit da. Und ich finde, wir sind so ein bisschen unter uns seit den 5 Fachtagungen oder Qualitätstagungen. Den Vortrag, den du gehalten hast, den würde ich gerne an allen Schulen oder mit allen Schulleitern mal gemeinsam durchsprechen, sagen, was ist denn wirklich in den letzten 20, 30 Jahren da passiert im Bereich Suchtprävention. Weil ich habe wirklich das Gefühl, wie das vorhin am Rande passiert und gesagt worden ist, wir haben so eine kleine Renaissance wieder, fangen wieder von vorn an. Und ich bin erschrocken, wenn ich jetzt von Schulen gerufen werde, dass immer noch nach dem Film Christiane F. gerufen wird. Ich kann es einfach nicht begreifen. Wie ganz normale Dinge, die wir hier schon auswendig kennen, dass die in Schule nicht so angekommen sind. Also das ist wirklich ein ganz, ganz langer Prozess, wie Denken sich verändert oder nicht verändert. Und ich würde gerne nochmal an die Runde geben, an die Podiumsrunde, was können wir tun, um dieser Renaissance so ein bisschen entgegenzuwirken? Frau Jüngling hat gesagt, wir müssen gucken, wie wir aktuell reagieren und auch Andrea, du aktuell immer reagieren, was gerade gefordert ist. Das tun wir, das machen wir und ich glaube, das ist auch wirklich ein großer Teil von Suchtprävention, immer genau zu beobachten, zu gucken, was brauchen die Menschen jetzt gerade im Moment vor Ort. Und das ist schon schwer genug. Aber eine Festschreibung von Suchtprävention, wie was genau definitiv davon verlangt werden kann, ich glaube, da werden wir in 10 Jahren immer noch dranhängen. Weil es ist immer ein ganz gesellschaftliches, aktuelles Problem. Okay. Da. Nachdem ich für böse Blicke von vorne eingefangen habe, sage ich jetzt doch was. Ich bin Helga Meesen-Hühne von der Landesstelle für Suchtfragen in Sachsen-Anhalt. Ich möchte eine Lanze für den Begriff Suchtprävention brechen. Gesundheitsförderung finde ich eine ganz wichtige Angelegenheit, selbstverständlich. Die ist allerdings sehr allgemein und fördert die Gesundheit von Jan und Jedermann. Also selbst im Präventionsgesetz gibt es die Unterscheidung zwischen Gesundheitsförderung und Prävention. Und zwar aus gutem Grund. Ich denke, dass die Krankenversorgung, Krankenversicherung eher an Impfen denkt, natürlich, ja. Wir beugen vor bestimmten Krankheiten. Die Suchtprävention beugt vor Gesundheitsschäden, sozialen Schäden und sonstigen schädlichen Auswirkungen vom Konsum von Suchtmitteln, aber auch süchtigem Verhalten. Das heißt, wir sind schadensorientiert. So ist das nun mal. Und es ist tatsächlich auch sinnvoll. Und dass Schulen heute noch gerne Christiane F. bearbeiten würden, hat meines Erachtens zwei wesentliche Begründungen. Die eine ist, dass es Spaß macht, sich das Elend anderer pittoresk anzuschauen, wenn es schön weit weg ist, das ist das eine. Das zweite ist aber, Sucht
Und Drogenkonsum macht Angst, weil es abweicht. Und immer dann, wenn Erwachsene sich ängstigen um Jugendliche und Kinder, dann versagt häufig der gesunde, pädagogische, erfahrene Menschenverstand, dann versagt Gesundheitsförderung. Und dann brauche ich einen Spezialisten aus der Suchtprävention, vielleicht, der dann kühlen Kopf behält und der weiß, evidenzbasiert sagen kann, welche Strategie erfolgversprechend ist. Und deswegen brauchen wir Suchtprävention in der guten alten Ausformung, wie Hans-Jürgen sie wunderbar in ihrer Entwicklung skizziert und dargelegt hat, mit allen Herausforderungen. Jetzt mache ich erst mal Schluss. Okay, danke. Ja, Sven Kammerer, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, für den Bereich Suchtprävention zuständig. Von daher natürlich grundsätzlich immer daran interessiert, dass es Suchtprävention noch weiter gibt. Aber die Begrifflichkeit Sucht in Deutschland hat in der Tat, Suchtprävention ist belegt. Also in anderen europäischen Ländern geht es um Prävention vor Gewöhnung, also das Gewöhnen an ein Suchtmittel zu verhindern. Wir haben den Begriff Sucht und der hat in der Tat eine Negativbesetzung und mit der haben wir auch Probleme, in die Lebenswelten reinzukommen. Weil wenn man per se auch, bezogen jetzt auf die Zielebene, Zielgruppen erreichen will und sie per se als Risikogruppe definiert, dass sie süchtig werden, ist es schon mal schwierig, an diese Gruppen heranzukommen. Geht es um Gesundheitskompetenz? Das ist ja auch ein Begriff, der jetzt gerne benutzt wird. Also wir wollen bei der Bevölkerung Gesundheitskompetenz erzeugen. Haben wir ähnliche Probleme? Wir erreichen bestimmte Gruppen sehr gut. Die bewegen sich, die machen Sport, die machen alles Mögliche. Bestimmte Lebenswelten erreichen wir mit diesen Konzepten überhaupt nicht, weil sie ganz woanders sind und wir da nicht reinkommen. Ich glaube, das, was im Moment so meine Idee, meine Aufgabe ist, ist die Kräfte, die mit den Lebenswelten zu tun haben, das ist unter anderem Schule, die ist da sehr breit aufgestellt, aber es ist auch die Jugendhilfe, dahingehend zu befähigen und auch zu animieren, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das wiederum ist auch nicht so einfach, weil wir wieder mit einem Spezialbegriff kommen, dem Thema Sucht. Und die haben ja ganz viele Probleme, die sie mit diesen Zielgruppen bearbeiten müssen und sich da zu verorten. Ich glaube, das ist so eine Aufgabenstellung, der wir uns vielleicht die nächsten Jahre widmen sollten. Also mehr Beifall bekam das Plädoyer, wir halten an der Suchtprävention fest, aber die Herausforderungen sind ja auch hier vorne beschrieben. Ich möchte jetzt, bevor Sie gleich drankommen, nochmal kurz Richtung Podium gucken. Gibt es hier nochmal Plädoyerwünsche, Frau Hoff? Mich hat beides sehr angesprochen. Also Iris, ich fand das so prägnant, wie Sie sagten, die Schule schreit dann, wenn die Lehrer, Lehrerinnen oder die Erwachsenen, Eltern etc. um die Kinder Angst bekommen. Also sie kriegen da ja einen Auftrag überantwortet, der zum Teil etwas mit Drogen zu tun hat oder Suchtstoffen, zum Teil aber mit eigentlich was ganz anderem. Und ich finde es auch schwierig, diesen prägnanten, eingeführten Begriff der Suchtprävention, der mit ihrer Lebenswelt, ihrer beruflichen Lebenswelt, ihren Strukturen zu tun hat, zu kippen. Das finde ich nicht adäquat. Vielleicht müsste man aber darüber nachdenken, weil dieser Auftrag ja viel breiter ist. Das ist die Angst um Kinder und Jugendliche. Und die ist Handy, die ist sexueller Missbrauch, die ist Gewalt, das ist noch was ganz anderes. Darüber nachzudenken, Sucht und was dann auch Pünktchen kommt, Prävention zu machen. Also sprich, ist wirklich der Auftrag nur Suchtprävention oder geht es nicht um andere Risikoverhaltensweisen noch dazu? Weil damit sind sie ja häufig, also wenn es nicht das Thema Sucht ist, dann ist es eine andere Risikoverhaltensweise häufig zur Bewältigung von Dingen. Ja? Also die Frage ist, braucht es eine Erweiterung? Könnte es eine Erweiterung geben? Damit sind Sie aber aus dem negativen Label, das leider nach wie vor noch besteht, mit dem Thema Sucht nicht raus. Das muss man dazu sagen. Vielleicht verändert es sich etwas, wenn in der Bevölkerung die Aufweitung des Suchtbegriffes aus dem DSM-5 ankommt. Also dass Sucht eben auch alle Konsumprofile bezüglich riskanter Konsumformen umfasst und eben nicht Christiane F. als Fallbeispiel nur beinhaltet. Ja, das kann man nur hoffen, aber die Dinge brauchen sehr lange, das wissen wir. Ne? Also wenn wir jetzt an Christiane F. denken. Ja, jetzt hatten Sie sich gemeldet. Ja,
Ich muss jetzt auch mal das Wort ergreifen, weil ich glaube, eine der wenigen Suchtpräventionsfachkräfte bin, die bei einem kommunalen Träger, also der Stadt Celle, tätig ist seit 2005 und bin dort in der Jugendarbeit ansässig. So, und das hat sehr viele Vorteile natürlich für mich immer gehabt. Dadurch, dass ich natürlich vernetzt bin mit der Gewaltprävention, mit dem Jugendschutz, mit den Schulsozialarbeitern und wir sozusagen in einem Fachdienst sind, mit ähnlichen natürlich Methoden arbeiten, Lebenskompetenzmethoden, aber auch spezifisch eben Gewalt im Blick haben oder Sucht im Blick haben. Wir haben das immer als Bereicherung erlebt, dass wir auch teilweise gemeinsam an Schulen gegangen sind und Projekte dort gemacht haben, jeder aus seiner Profession mit seinem speziellen Wissen auch heraus, aber auch eben gemeinsame Projekte gemacht haben, was die Lebenskompetenz anbelangt. Das heißt, ich habe auch vielfältig solche Sachen natürlich im Petto aus der Jugendarbeit, Methoden, die nicht spezifische Sucht sind, sondern auch Lebensweltorientierung. Das heißt, wir arbeiten auch nach wie vor mit Klettern. Wir gehen raus, machen das grüne Klassenzimmer, wir machen Sozialtrainings, solche Sachen halt auch sehr viel. Und der Vorteil ist, ich habe immer einen Zugang zu meinen Personen und es ist nicht negativ besetzt. Also das ist natürlich eine Netzwerkarbeit gewesen seit 2005, aber man kennt uns, es ist personenbezogen natürlich auch, sehr positiv besetzt in sämtlichen weiterführenden Schulen, aber auch anderen Trägern. Und es wird immer mehr nachgefragt und es hat sich schon so etabliert, dass man einfach auch uns bucht für Multiplikatorenausbildungen und gerne auf uns zurückkommt und auch uns anfragt zu verschiedensten Veranstaltungen. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil. Einfach mal so jetzt zu dieser Diskussion. Ich möchte trotzdem an der Suchtprävention, an dem Begriff festhalten, weil es eben jetzt bei uns zumindest eine Marke ist. Also das war jetzt ein Plädoyer sozusagen, die Arbeitsmethoden zu erweitern oder sie sind schon erweitert und gleichzeitig doch an dem Begriff festhalten wegen Marke. Jetzt war hier noch eine Wortmeldung. Also ich habe jetzt wirklich mal eine ganz dämliche Frage. Sind denn hier Leute unterbeschäftigt? Also gibt es hier Leute, die unterbeschäftigt sind? Weil es klingt ja gerade so, als ob dieser Begriff Suchtprävention alle unsere Kooperationspartner und Dialoggruppen in die Flucht streckt. Also bei mir ist es nicht so, kann ich jetzt nur mal so sagen. Und hätten wir ein effektives Dokumentationssystem noch, das geht jetzt Richtung BZGA, DOTSIS, hallo, ja, da gab es mal was, dann würde das, glaube ich, also es liegt auf dem Tisch, also wir in Hessen haben ja weiterhin dokumentiert mit einer ähnlichen Version. Also wir sind alle nicht unterbeschäftigt, also von da weiß ich jetzt nicht, ob wir hier nicht um das Kaisers Bad reden. Ja. Sicher auch ein wichtiger Gesichtspunkt. Die Idee ist ja aber auch, wie wir uns aufstellen, damit wir sozusagen vom großen Präventionstopf, der jetzt über das Land verteilt wird, auch... aber dass wir unsere Arbeit vielleicht doch auch neu ausrichten in eine Richtung, die dann kompatibel ist mit dem, was dort gefordert ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund der Diskussion. Nur zum Erläutern. Ja, ich bin Ludgard Kern, ich bin von dem Gesundheitsamt aus Bayern und ich denke, wir brauchen die Suchtprävention und die Gesundheitsförderung in einer ganz engen Kooperation, weil beide unterschiedliche Schwerpunkte haben, die aber dringend nötig sind. Es ist richtig, Suchtprävention reagiert und die Gesundheitsförderung gestaltet und die gestaltet nämlich die Lebensräume und wir kennen alle diese Flussmetapher und wir bleiben immer noch am Retten unten und ich denke, wir müssen viel mehr schauen, warum die Leute oben rein fallen oder nicht schwimmen können. Und deswegen brauchen wir die Gesundheitsförderung, weil die genau diesen Part übernimmt. Jetzt nochmal neue. Christiane Lieb, Fachstelle für Suchtfragen Hamburg, Sucht Hamburg. Ich bin so ein bisschen verwirrt, weil wir sind hier auf einer Konferenz, geht es um Qualität in der Suchtprävention und wir haben gelernt über die Expertise für Suchtprävention, über das Memorandum, Suchtprävention muss spezifisch sein, sie muss ein Ziel haben. Und jetzt reden wir über Suchtprävention, die aber noch so ganz vieles dann mit in einem mit abwaschen sollen. Und das verwirrt mich hier in dem Kreis so ein bisschen, dem wollte ich jetzt einmal
nochmal Ausdruck verleihen, wollte sagen, lasst uns nicht, Schuster, bleib bei deinen Leisten, aber lasst uns bei den Qualitätsstandards auch wirklich bleiben, die wir haben, nämlich spezifisch zu sein, bei einer ganz spezifischen Zielgruppe. Wir reden hier ganz viel über Universelles, aber wir haben selektive Suchtprävention in der Praxis, also in Hamburg am allermeisten, und indizierte Suchtprävention. Also das ist was ich finde, was wir nicht aus dem Blick verlieren sollten. Also besonders selektive Zielgruppen eben auch. Und da geht es darum, spezifisch zu sein und nicht global. Mein Name ist Anke Schmidt, Fachstelle für Suchtprävention hier in Berlin. Und ich wollte auch nochmal eine Lanze dafür brechen, dass ich nicht denke, dass nichts passiert ist in den letzten Jahren, also von wegen Christiane F. Ich finde, es ist sehr viel passiert. Es gibt nicht nur das große Interesse, was du beschrieben hast, das ist bei uns ganz genauso, in kürzester Zeit ist alles ausgebucht, sondern als Beispiel, wir haben gerade den Zertifikatskurs Suchtprävention mit der Alice-Salomon-Hochschule ja zum ersten Mal in diesem Jahr aufgelegt und wir waren natürlich im Zweifel, ob sich jetzt aus Schule und Jugendhilfe genug Menschen anmelden, dass der stattfindet, und die Nachfrage ist so groß, die zahlen freiwillig, weiß ich, ein paar hundert Euro, auch eben aus Schule, dass wir unter Umständen schon ablehnen müssen und gar nicht alle aufnehmen können. Also da gibt es ein großes Interesse, sich ausbilden zu lassen, qualitativ hochwertig Selbstsuchtprävention im Setting, über 6 Monate ist die Ausbildung genau, durchzuführen, teilweise auch Menschen als Multiplikatoren sozusagen, die dann das wieder in der Ausbildung der Referendare und so weiter anwenden wollen. Also das sind alles Entwicklungen, die finde ich total positiv, und insofern passt das ja auch zu uns. Wir sehen das Glas ja eher halb voll als halb leer. Ja, ich wollte auch noch mal darauf zu sprechen kommen, also wegen Finanzierung. Es heißt auch immer, Suchtprävention ist eine freiwillige soziale Leistung. Und ich sehe es eben ein bisschen differenziert. Ich finde es aus meiner Sichtweise, wo ich beschäftigt bin, ist es mich auch immer wieder eine Diskussion, ist es freiwillig oder nicht freiwillig? Und wenn man es zum Jugendschutz mit dazu zählt, ist es eben nicht eine freiwillige Leistung. Und ich würde es für einige Bereiche einfach auch schön finden, weil die Nachfrage so groß ist und der Bedarf so groß ist und mit den neuen Medien immer mehr auch geworden ist, dass man da auch mal rangeht und guckt, wie viel ist davon tatsächlich freiwillig oder ist es nicht auch eine gesetzliche Leistung, die wir da nachkommen? Ja, damit haben Sie noch mal ein anderes Stichwort aufgegriffen, unter dem Stichwort zukünftige Aufgaben, nämlich Verbesserung der finanziellen Grundlage. Und jetzt gibt es hier noch eine Wortmeldung, da muss ich aber langsam mal wieder Richtung Podium. Christina Schad, Fachstelle für Suchtprävention hier in Berlin. Mir ist gerade noch ein Aspekt eingefallen, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen spricht, die schon länger im Bereich der Suchtprävention tätig sind, dann kommen manchmal so Sätze wie, oh, warum hat sich das immer noch nicht rumgesprochen, die Qualitätsstandards müssen doch mittlerweile klar sein, wir sagen es doch irgendwie so oft und so weiter. Ich glaube aber, dass wir da wirklich beharrlich sein müssen, denn so wie wir immer wieder merken, dass in den verschiedenen Bereichen Menschen wechseln, so müssen wir dann eben auch dranbleiben, Qualitätsstandards immer wieder zu betonen und auch immer wieder auf die zentralen Aspekte, die so wichtig sind, dass Maßnahmen wirksam sind, daran zu erinnern und quasi getreu dem Bild steht da, Tropfen höhlt den Stein, einfach zu sehen, dass viele Steine zu höhlen sind und dass wir da nicht nachlassen, uns dafür zu engagieren. Ja, vielen Dank. Also ich fand die Diskussion schon mal sehr interessant und auch bezogen auf unsere Vordiskussion, die wir im Bund-Länder-Arbeitskreis hatten. Jetzt meine Frage an die zwei, die mit im Bund-Länder-Arbeitskreis sitzen und ja auch mit denen wir gemeinsam überlegt haben, wie diskutieren wir das Thema hier, wo steht die Suchtprävention, wo geht's hin? Was ist jetzt Ihr zentrales Fazit aus der Diskussion? Vorweg ein ganz gutes, ich nehme mit, das was viele in der Runde gerade gesagt haben, Suchtprävention hat Qualitätsstandards, folgt Wissenschaftlichkeit und wissenschaftlicher Fundierung
und muss aus meiner Sicht, das traue ich mich in meinem Alter jetzt vielleicht auch zu sagen, aufhören, pausenlos eine Selbstrechtfertigung zu führen, sondern ganz klar und deutlich zu sagen, mit welche Ziele verfolgt werden, nach welchen Standards gearbeitet wird und welche Wirksamkeit erwartet wird und das selbstbewusst als ein konkretes Handlungsfeld im Rahmen der Gesundheitsförderung, jetzt in diesem Rahmen hier in Deutschland. Also stolz sein auf das, was wir machen und nicht stehen bleiben, das machen wir aber glaube ich auch nicht, wir sind heute in der 5. Qualitätstagung, nicht sagen, wir machen das, die alten Konzepte sind die alten Konzepte, ich erlebe ständig Weiterentwicklung, ich erlebe aber eben auch dieses ein Stück sich immer und immer wieder, das ist meine Erfahrung aus den letzten 5 Tagen, auch in Frage zu stellen, ist das gut, sind wir die Richtigen, sollen wir anders heißen? Und da denke ich, wir haben so viel vorzuweisen. Ich erinnere an die letzte Landesgesundheitskonferenz in Berlin. Da waren wir eingeladen, als Suchtprävention den Gesundheitsfördererinnen und Gesundheitsförderern zu erzählen, wie wir denn Qualitätsstandards entwickelt haben. Das hat meine Kollegin, die sich gerade gemeldet hat, Christina Schad, gemacht. Und das war ein guter Austausch, eine gute Förderung, bei der gute Veranstaltung, bei der Suchtprävention ganz selbstverständlich im Dialog mit den Gesundheitsförderern zeigen konnte, was wir machen und was die anderen machen und dass zusammen ein Mehr an Gesundheit möglich und auch wichtig ist. Ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen. Für mich hat jetzt diese Diskussion, die wir ja hier zusammen auch geplant haben, eher nochmal ein Befremden ausgelöst. Bei mir selbst, auch mit dem, was machen wir hier? Wir stellen hier in einer Runde mit Suchtpräventionsfachkräften, mit qualifizierten Fachkräften unsere Arbeit in Frage, obwohl eigentlich klar ist, dass es gute Arbeit ist. Und ich denke, das hat jetzt die Diskussion auch noch mal gezeigt. Also von daher will ich eher noch mal auch Kerstins Worte bestätigen. Ich denke, wir können da auch selbstbewusst auftreten und sagen, Suchtprävention hat Qualitätsmaßstäbe, hat Wirkung und hat auch Berechtigung, weiter wahrgenommen werden zu dürfen und zu müssen. Also ich habe es jetzt nicht als Infragestellen der Arbeit angesehen. Meine Frage war ja eher, wie können wir noch besser werden? Wie können wir auch sozusagen das, was jetzt an neuen Möglichkeiten da ist, über das Präventionsgesetz vielleicht besser nutzen? Und da muss ich jetzt natürlich nochmal Richtung Herrn Warneck gucken und Sie nochmal fragen, wenn Sie jetzt die Diskussion sich so angehört haben, die Suchtpräventionsfachkräfte untereinander und wie Sie Ihre Standortbestimmung sehen, sehen Sie... ja, oder was würden Sie uns für Tipps geben, wie wir uns besser noch einbringen können in die Finanzierung über das Präventionsgesetz in den Ländern vielleicht, auf der Landesebene? Weil in den Genuss der Finanzierung. Nein, Spaß beiseite. Das ist ja für mich auch hochinteressant, in diesem Kreis mitzubekommen, wie so Ihre Qualitätsdiskussionen sind. Da ist sicherlich sehr vieles völlig kompatibel. Aber ich möchte an das anknüpfen, was Herr Schmidt-Rosengarten sagt. Die GKV kommt natürlich von der Prävention chronischer Erkrankungen her. Der Suchtbereich, da zahlen wir, glaube ich, die Entzugsbehandlung im Krankenhaus. Dann gibt es noch die Sucht-Selbsthilfe. Aber so ganz spezifische Suchtvorbeugung, das ist erst später gekommen. Also was uns interessiert, ist Prävention chronischer Erkrankungen. Diese Übergewichtsepidemie bei Kindern und Jugendlichen, da geht natürlich auch in der Prävention das meiste Geld raus. Dann erfreulicherweise der Rückgang der Raucherquote soll weiter unterstützt werden. Ne? Das sehen wir eher so ein bisschen als Verhinderung chronischer Erkrankungen im späteren Lebensalter. Dass die Menschen nicht aus ihren sozialen Bezügen rausfallen, dass sie ordnungsgemäß berufstätig und Familienverantwortung übernehmen können und sowas. Das ist eher so die gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da gibt es ja eben auch schon die Suchtberatung, Suchtprävention als gemeindliche, wenn auch freiwillige Aufgabe, aber seit Jahr und Tag. Ne? Aber das jetzt zusammenzubringen, ist wirklich die Kunst. Ne? Und die, was für mich ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich den Einrichtungen den Benefit verdeutlicht. Da hatte die eine Diskussionspartnerin hier vorhin im Plenum gesagt, wenn wir müssen den
Schulen und so weiter zeigen, ihr Unterricht wird besser, ihr Wohlbefinden wird besser, ne? Und das zu ihrer eigenen Sache machen, die Multiplikatoren, die Fachkräfte dort für die Sache begeistern. Und ich glaube, dann muss man sich auch nicht mehr in 1:1 Betreuung oder so in ganz intensiver Überzeugungs-, aber wenn man das geschafft hat oder wenn man daran arbeitet, die Fachkräfte in den Einrichtungen für die Sache zu begeistern und zu Gläubigen in Anführungsstrichen zu Weiterträgern zu machen, dann hat man einen großen Schritt nach vorne gemacht. Insofern fand ich das eine super Idee, auch sozusagen die Endverbraucher hier mit in die Tagung einzubinden, um dann Hinweise zu bekommen, was besonders gebraucht, gewünscht und wird und wie es angelegt sein sollte. Also das wäre für mich auch so ein Resümee, was wir sicherlich für unsere Präventionsarbeit auch viel stärker machen müssten. Dankeschön. Zu dem Aspekt Präventionsgesetz und Suchtprävention. Ich würde den Fachkräften für Suchtprävention vor Ort wirklich ans Herz legen, stärker, noch stärker wie bisher mit ihren Kommunen Kontakt aufzunehmen. Wir reden hier immer vom Setting Schule oder Kindergarten. Kommune ist der Dreh- und Angelpunkt. Setting Kommune ist der Dreh- und Angelpunkt. Und ob das jetzt die Suchtprävention gerne hört oder nicht, der ÖGD, das örtliche Gesundheitsamt, fühlt sich primär und fühlt sich nicht nur, sondern hat die gesetzliche Verpflichtung, Prävention zu leisten. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass die Suchtprävention und das örtliche Gesundheitsamt in vielen Regionen überhaupt keinen Kontakt haben. Das heißt, wenn es gelingt, der Suchtpräventions... Ich hoffe, das wird dann auch in der Dokumentation immer vermerkt, wann der Esel geschrien hat. Bei welchen Aussagen. Also wirklich, wirklich, dass die Fachkräfte für Suchtprävention, die ja in vielen Bundesländern bei freien Trägern angesiedelt sind, die nicht wie in Celle bei der Kommune verortet sind, das ist eine neue Qualität, das ist ein neuer Weg, das ist eine neue Aufgabe. Und wenn es den Fachkräften für Suchtprävention, wenn sie in den Genuss von Geldern aus dem Präventionsgesetz kommen wollen, denke ich, ist es ein guter Weg, sich mit der Kommune, mit dem örtlichen Gesundheitsamt zu verständigen, mit der Kommune zusammen ein Projekt zu beantragen, wenn man an diese Gelder kommen will. Und das ist was Neues, das ist strukturell was Neues, was dieses Gesetz sowohl ermöglicht, aber auch voraussetzt, was es in der Vergangenheit nicht gab. Und das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu betonen, weil das, glaube ich, in der Praxis noch gar nicht so klar geworden ist, was sich da jetzt aufgrund dieser neuen Struktur für die Praxis geändert hat, wenn man an diesen Geldmitteln teilhaben möchte. Ich würde gerne noch was hinzufügen zu dem Rat an die Suchtpräventionsfachkräfte oder an die Suchtprävention generell. Ich glaube, die Diskussion gerade um den Terminus Suchtprävention wurde zum Teil verstanden als Kritik an der Suchtprävention als solche. Und das habe ich ganz anders wahrgenommen, weil gerade aus Ihrem Vortrag, Herr Heilmann, deutlich wurde, wo die Suchtprävention heute auch qualitativ steht. Und ich glaube, dass darüber eine relativ hohe Einigkeit steht. Also auch mit dieser Hinentwicklung zu, was ist ein möglicher Konsens in Qualitätsstandards? Halten wir das alle ein? Wie gehen wir mit der Evidenzbasierung um? Da ist ganz viel Entwicklung und ich habe das eher als Status quo erlebt und den Begriff der Suchtprävention eher diskursiv verstanden. Und was ich Ihnen gerne mitgeben würde an der Stelle, mein Gott, das hört sich aber katholisch an, war jetzt nicht so gemeint, ist, und das war mein Sucht- und Pünktchen-Pünktchen-Prävention. Wir haben in dem Memorandum formuliert, ein Evaluationszielkriterium darf nicht nur die Reduktion problematischen Konsums oder die Verhinderung des Einstiegs sein, sondern ein wesentliches Evaluationskriterium muss auch die Förderung von Schutzfaktoren bzw. die Reduktion von Risikofaktoren sein. Dass das methodisch nicht immer einfach zu erfassen ist, wissen wir. Aber die Förderung der Schutzfaktoren bzw. Reduktion von Risikofaktoren mündet ja zum Teil
im Themenbereich Suchtprävention, aber sie können ja viel mehr damit erreichen. Sie erreichen da ja letztendlich generalisiert auch andere Präventionseffekte, zum Beispiel bezüglich Gewaltverhalten und dergleichen mehr. Und das vielleicht auch nochmal deutlicher zu betonen, auch bezüglich der chronischen Erkrankung, auch bezüglich psychischer Gesundheit etc. Das wäre vielleicht nochmal auch im Sinne von, was können wir eigentlich noch alles? Wir können nicht nur Suchtprävention. Das war eher meine Gedanken, mein Gedankengang hinsichtlich der Profilschärfung bei allem Verbleiben an der Suchtprävention, aber sie erreichen im Grunde viel mehr als nur die Reduktion von problematischem Suchtverhalten. Und ich glaube, das wird in der Öffentlichkeit, wenn wir den Begriff Suchtprävention nehmen, sind viele Eltern, sind viele Jugendliche, junge Erwachsene direkt, oh, da geht es um Drogen, bin ich doch gar nicht. Ja? Und ich glaube, der Begriff Suchtprävention ist für die Zielgruppen, die, nicht Sie als Zielgruppe, sondern die Zielgruppen, um die es in der Prävention geht, mitunter ein sperriger Begriff. So, jetzt habe ich nochmal zwei Wortmeldungen aus dem Publikum. Die will ich natürlich auf jeden Fall noch dran nehmen, auch wenn wir uns langsam schon dem Ende. Ja, ich möchte nochmal, was beiden Vorredner von mir gesagt haben, nochmal. Diese Annäherung an die Kommunen ist wirklich etwas Hilfreiches. Man braucht nur wirklich auch Ausdauer. Ich mache da ein Beispiel aus meinem Bereich. Die Stadt Bad Nauheim definiert sich als Gesundheitsstadt und wir haben vor ungefähr 10 Jahren mit denen angefangen, über Prävention in dem erweiterten Sinne zu sprechen. Und seitdem wir denen das Komplettkonzept anbieten, also Sucht, Gewalt, Bewegung und Ernährungsprävention als ein Komplettkonzept, was bei uns Kicks-Up heißt, seitdem fördern die uns. Also da ist genau diese Annäherung entstanden und diese Stadt sieht das als absoluten Vorteil für sich, als Standortvorteil. Das ist inzwischen sogar mit Zahlen zu belegen, dass diese Stadt inzwischen die größte Zuzugsdichte in Hessen hat, neben Frankfurt, Klein Bad Nauheim, ne? Weil es inzwischen bekannt ist, dass dort so vorbildlich Präventionsarbeit aber in diesem erweiterten Sinn gemacht wird. Und weil dort Elvis Presley. Und das. Christine, du hast ja am Anfang gesagt, du hättest, würdest mit deinen Ausführungen irritieren. Wie irritiert bist du jetzt nach der Diskussion? Ich bin Ihnen sehr dankbar, weil Sie haben im Prinzip genau das zusammengefasst, was meine Absicht war. Ich wollte über den Begriff diskutieren. Mir ging es überhaupt nicht darum, die Suchtprävention an sich in Frage zu stellen oder zu kritisieren. Ganz im Gegenteil. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich finde, dass Herr Schmidt-Rosengarten genau den richtigen Punkt getroffen hat, wenn ich Sie nochmal, also mir ins Gedächtnis rufe, was Sie gesagt haben. Die Strategie für die Zukunft müsste für die Suchtprävention denn jetzt doch wirklich sein, ein Augenmerk darauf zu richten, dass wir nicht nur die Risikofaktoren im Hinblick auf Suchterkrankung im Blick haben, sondern eben auch die Risikofaktoren im Hinblick auf die Entwicklung von chronischen Erkrankungen oder überhaupt von Erkrankungen. Und da ist dann die Strategie genau die richtige, mit den Kommunen zusammenzuarbeiten, mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst und uns da quasi neue Kooperationen aufzubauen und die zu entwickeln. Insofern bin ich sehr zufrieden. Ja, das war jetzt ja auch schon sehr schön für mich, die Diskussion zusammengefasst. Jetzt, so, gab es noch eine Wortmeldung? Dann wollen wir die unbedingt noch dranhängen? Dankeschön. Also ich bin nicht zufrieden. Ich bin Frau Hammer, ich bin die Fachkraft für Suchtprävention des Landkreises Saalekreis. Ich bin allein. Ich habe pro Jahr ungefähr 100 Veranstaltungen, die ich ableisten kann und auch gerne leisten möchte. Mein Flächenlandkreis, ich fahre von Nord nach Süd 2 Stunden mit dem Auto. Und ich kooperiere mit allen, mit Kommunen, mit Niet und Nagelfest, was zu kooperieren geht. Ich mache das total gerne. Und ich würde auch super gerne in den Genuss von Geld kommen, wirklich. Und ich präventiere und präventioniere Ihnen, was Sie gerne möchten, wenn ich denn doch vielleicht Personalkosten hätte. Weil es Suchtprävention, ich habe das zum vorletzten Tag schon hier gesagt und zum vorvorletzten, Suchtprävention lebt von Menschen. Ich kann keine Suchtprävention machen, wenn ich keine Menschen habe, die das gerne machen möchten. Und die möchten doch bitte auch gern bezahlt werden.
Also diese Debatte, wie das Kind jetzt heißt, ist mir im Prinzip relativ boogie gerade. Ich brauche Personal, um gute Suchtprävention machen zu können, sonst geht es nicht. Ich muss in Schulen, irgendeiner muss ja in die Kommune latschen, jetzt mal ganz ehrlich, ja. Jugendschutz machen, ins Party-Setting gehen und. Unsere Handlungsfelder, die sind riesig. Gucken Sie sich mal um auf den Homepages von den ganzen Fachstellen, was wir alles rocken und das zum Teil mit minimiertem, stundenreduzierten Personalkosten. Also eigentlich müsste das eine Pflichtleistung sein, verdammt ich nochmal. Yes. Ich finde, das war jetzt eigentlich ganz wunderbar. Das war einmal sozusagen die inhaltliche Zusammenfassung dessen, wie ich es auch zusammenfassen würde, was wir jetzt hier gelernt haben. Zum anderen war das jetzt nochmal der Einblick in die Praxis, sozusagen, wo brauchen wir auch die Politik auf der kommunalen Ebene. Und auch da wäre halt mein Plädoyer dann doch wieder, wie schaffen wir es, die Suchtprävention als Teil des Gesamtpaketes so zu positionieren, dass sich vielleicht auch eine Kommune entscheidet, da mehr Personal reinzugeben? Ne? Weil das ist ja eben auch, wir können auch auf Gesetzesänderungen hoffen, aber im Moment ist es eine freiwillige Aufgabe, aber die Kommunen gehen eben sehr unterschiedlich damit um. Und dann ist es wieder eine Aufgabe von verschiedenen Beteiligten eben deutlich zu machen, was leistet die Suchtprävention, was hat eine Kommune davon, um auf diese Weise vielleicht auch mehr Mittel und mehr Stellen dafür zur Verfügung zu stellen. Ich fand es jetzt insgesamt eine muntere Diskussion, bin froh, dass wir sie geführt haben. Wir werden sie sicher auch weiterführen und auf jeden Fall nehme ich auch noch mal eins mit, dass wir vielleicht für die nächste Tagung uns noch stärker von außen begucken lassen und hören, was denn andere von uns erwarten von der Suchtprävention, die schon ziemlich toll ist. Herzlichen Dank an alle hier auf dem Podium und an's geht's.